He was a skater boy, he said see you later boy. Ach nee, ich meine... Don't do it, man. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe von Speedrandale. Wieder nicht nur mit dir, nicht nur mit mir, sondern Jume zu Basa CH. Danke, dass du nochmal extra länger geblieben bist. Ja, kein Ding. Wenn du schon den Weg auf dich genommen hast. Diesmal kein Wettbewerb zwischen uns beiden. Ist ein bisschen ungewohnt, aber dafür haben wir auch wieder was sehr Schönes vorbereitet. Steht hier 1:1. Du hast das Zelda Randomizer-Rennen gewonnen, Jume. Du hast Frau Merkel Casasole. Dann Dab for the win. Zum Sieg gebracht. Wir werden uns noch überlegen, die Disziplinen, die ihr dann den Meister unter euch ausfechtet. Ja, aber heute ist ein bisschen mehr Zelda Randomizer dran, nur in etwas Speziellen. Was werden wir heute sehen? Ja, also wir werden den Mode Key Sanity sehen. Die ganzen Keys sind im Itempool dort mit den anderen Items. Mhm. Auch die Maps und die Kompasse. Ja, boah, also auch die kleinen Schlüssel und alles. Richtig. Ja, alles. Alles ist random verteilt. What the hell? Und vor allem, wenn du irgendwo in der Overworld einen Schlüssel für einen Dungeon findest, steht da auch, für welcher Dungeon das ist. Okay. Du musst dir merken, wie viel Schlüssel du hast und wie viel Schlüssel du brauchst, um einen Dungeon zu clearen. Also es ist dann aber immer noch, wenn das heißt, für Dungeon 2 sind 7 normale kleine Schlüssel, dann muss es auch nicht spezifisch ein Schlüssel für eine bestimmte Tür sein, ne? Nee. Kleinen Schlüssel gehen. Okay, das ist ein bisschen weniger, aber es ist trotzdem Wahnsinn. Ja. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich mir das nicht antue. Aber dafür haben wir Jume Tsubasa hier, der euch das heute vorstellen möchte. Mhm. Also wenn ihr bei Jume vorbeischauen wollt, haben wir auch schon in den letzten Wochen gesagt, aber twitch.tv/JumeTsubasaCH oder alternativ, wenn ihr bei Twitter vorbeischauen wollt, @JumeTsubasaCH. Bist du häufiger natürlich am Stream unterwegs, aber auch wenn es Speedrun-technisch geht, auf Wettbewerben und anderen Sachen auch mit dabei. Ja, ab und zu. Und bekannt aus Speedrandale. Das ist das Wichtigste. Sia, du wirst das Tracking übernehmen. Richtig. Na, wir werden gleich quasi die Items, die verteilt sind, du kannst dann notieren, was hier nötig ist. Hm? Das könnte potenziell, dadurch, dass es so durcheinander ist, ein bisschen länger dauern als der übliche Run. Es könnte bis zu 2+ Stunden und mehr gehen. Ne? Ja, so zwischen 1,40 und 2,15, sage ich jetzt mal. Ja, was war denn deine PB? Also nicht, dass wir die jetzt versuchen zu erreichen, aber einfach als Referenz. Ich glaube eine 1,45er. Okay, das ist aber auch schon. Die Sanity ist auch schon krass. Sehr, sehr krass, ja. Ja, wenn ihr bereit seid, dann können wir gerne. Ja, gerne. Wir werden es dann mitlaufen lassen. Also, Regie, können wir ein bisschen die Musik hier haben, den Sound? Ja, dann richtig. Wäre es nämlich ganz praktisch, dass wir hier reinhören können. Welcher Charakter ist es? Ich kann es auf die Kleine nicht erkennen hier. Das ist Marissa von Toho. Ah, von den Toho hier, den mannigfaltigen Spielen und den Doujinshi-Sachen da, ne? Genau. Ja, habe ich auch schon mal gehört. Sehr gut, Greg. Ja. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, auch wenn ich nicht wusste, dass ich sie machen kann. Erwarte ich aber auch nicht anders von dir. Dafür bin ich ja da. Gut, wenn wir bereit sind, du kannst gerne den Countdown machen, Sia. Alles klar. Wir hören leider noch nicht. Wir hören leider noch keinen Sound hier. Wir könnten theoretisch den Fernseher auch lauter machen, Regie, wenn wir was... Ah, jetzt hören wir was. Ja. Ist es gut für dich? Jo. Okay, dann passt das. Alles klar, dann 3, 2, 1, go. Okay. Und wir spielen natürlich auch wieder Open Mode, das heißt... Big Key für... Port, yay. Für Palace of Darkness, Big Key. Okay, für Palace of Darkness braucht man sehr, sehr viele kleine Schlüssel, deswegen... Mhm. Im Idealfall 4, ich kann den Hammerjump nicht, also ich... Ah. Okay. Ich müsste es mal schnell probieren. Aber es gibt einen bestimmten schweren Sprung, wo du eine Bombe benutzt. Mhm. Da sparst du einen Schlüssel bei. Genau. Aber der ist halt schwer. Ist es für das, was ich an Randomizer spiele, im Normalfall im Moment nicht wert. Danke, Tree Pull. Das ist nichts, was ich brauche. Nope. Aber die Krabbe hat bestimmt Bombe. Nope. Nein. Aber ein bisschen Geld. Ja. Also es ist wirklich, hier hätte alles Mögliche drin sein können, ja? Diese Krabbe und dieser Tree-Pull, da kann unterschiedliche Sachen sein. Also jetzt. Oh, Cane of Burner. Okay. Brauche ich nicht. Bestenfalls sind da natürlich Bomben drin, weil du brauchst Bomben am Anfang. Aber 20er Rubinenbündel sind auch nicht verkehrt. Mhm. Ja, hier tötet er ein paar extra, damit er den Tier 2 Tree-Pull gleich machen kann. Wenn du ein paar... Ich glaube, 2 oder 3 Gegner tötest, ohne dabei getroffen zu werden, hast einen neuen Tier von Tree Pull. Komm, Master Schwert!
Das war nicht, was ich wollte. eigentlich wollte ich das Ding damit killen, weil das Master Sword macht auch Tempered Damage wie die Parts. Oh. Natürlich. Na gut. Okay. Dirt Mode activated. Und das mit dem nicht getroffen werden stimmt nicht ganz. Also du, ja? Du hast immer noch... Oh, oh hey. Oh, oh, Spiegel. Spiegel, okay. Ja, das schon mal dafür, dass er uns letztes Mal so getrollt hat. Ja. Early Spiegel, also früh Spiegel zu haben, ist schon echt Luxus. Das ist wirklich nice. Oh, hey. Ein neuer Bikini für T-Rock. Turtle Rock. Da kannst du das mit Trollen kommen. Okay. Ja, ich soll trotzdem einen anderen Tree-Pull kriegen jetzt. Auch wenn ich getroffen wurde. Ziel 2 ist nur voll Mana. Ja, nicht so schlecht, aber... Ja, aber zur Zeit bringt es nichts, weil kein Mana-Item bisher. Genau. ideal wäre jetzt, wenn ich irgendwas zum Hochheben hätte, weil die Steinformation da rechts kann dir in der 50-50 Chance Bomben geben. Oder die Boots, weil die links vom Wahrsager geben dir auch Bomben. Die sind gescriptet, die sind immer. Und das war Sanktart. Okay, ja, für Hera. Okay. Ganz viel Liebe. Mhm. Kein Geld leider. Das könnte jetzt interessant werden. Keine Bomben. Werden. Ich will doch nur Bomben. Come on. Ja, ich nehme auch die Kohle, um Bomben zu kaufen, aber... Ja. Ja, und auch dank dem Spiegel konnte ich den Raum da ein bisschen schneller machen vorher. Richtig, also das mit den Blocken verschwinden lassen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das erklärt hast, aber hier in der japanischen Version... Mhm. Oh, Bombos Medaillon. Yep. In der japanischen Version kannst du, wenn du den Spiegel benutzt, Blöcke und dabei Blöcke verschiebst, dann verschwinden die Blöcke. Yep. Darfst du nur nicht machen, wenn du gerade in einem Dungeon bist, sonst teleportiert dich das am Eingang. Ah, alles klar, okay. Ich habe das mal nach Trollbomb 2 probiert. Bitte? Ah, die Maus. Ja. Ja. Ich habe das mal nach Moldorm 2 probiert mit dem Spiegel. Ich musste dann leider feststellen... Moldorm 2 auch noch. Ja, ich musste dann leider feststellen, ja. Also der Block ging weg. Es ja, funktionierte. Smoky okay. Desert. Aber dann schön gerne ins Tower wieder nochmal neu machen. Musstest du Moldorm nochmal machen dann? Ja. Ah. Du musst alle Bosse nochmal neu machen. Wow. Okay, lass mal Bomben kaufen dann. Holy, das Kakeriko. Und wir haben Bomben. Ganz genau gepasst. Deswegen habe ich den einen Rubin noch genommen bei Blind. Die kleinen Keys, du merkst ja einfach, welche Zahl es ist, ne? Die brauchen wir noch ja, nicht mehr. Zur Not sage ich Ihnen das, wir haben ja den Tracker. Ah, ich habe es hier im... Ach, du hast es in dem Menü. Ah, okay. Ah, okay, sehr gut. Das macht es ein bisschen einfacher. Deswegen track ich das on Stream normalerweise selbst nicht. Mhm. Weil, ja, es braucht verdammt viel Zeit. Ja, also wenn man ins Menü gehen, kostet auch Zeit. Ist der Service für euch da draußen, Leute. Ja, ja. Genau. Okay. Mal schauen, was hinter den Mauern... Komisch, noch gar keinen einzigen kleinen Schlüssel gefunden. Das doch, der sagt. Doch. Oh ja? Oder habe ich nicht aufgepasst? Sorry. Wir haben es sogar beide gesagt, aber du musstest ja labern, Sia. Ja. Sorry. Ein Ding. Bomf. So, hey, Geld. Jetzt hätte man es gebraucht. Oh, Map. Ah. Map für ist egal. Nee, ist nicht ganz egal. Ja, also, die Map und der Kompass erfüllen einen anderen Zweck hier. Richtig. Der Kompass, ich hab's vergessen. Auf jeden Fall zeigen die dir Pendants und... Genau, die Map zeigt dir an, was Pendant und was Kristall ist. Genau. Halt wie sonst auch auf der Map. Mhm. Weil die Musik ist geschaffelt. Also. Ja. Normalerweise erkennt man, dass, ob man Pendant und Dungeon ist, wenn man reingeht, weil Pendant Dungeons haben eine andere Musik. Mhm. Hier ist es nicht der Fall. Oh, hey. Oh, das Boot. Strudels Boot. What are those? Die haben euch auch ordentlich getrollt bei eurem letzten Run. Oh, ja. Ja, wir haben uns nämlich am Anfang, ich sollte mir eine Zahl ausdenken für dich.
genau. Damit du dann deinen Seed aussuchst. Ich habe einfach die Zahl, die ich mir merken kann, meine ICQ-Nummer, die ich dann einfach nicht benutze. 7785-7590. Und dann noch eine 0 hinten dran gehängt. Super. Also das erklärt, warum... Das ist ein glückliches Seed, ist ein Jet-Seed. Ja, anscheinend ist meine ICQ-Nummer. Also Boots und Spiegel ist schon mal nice. Noch die Flöte und dann confirmed. Die ist da oben, auf jeden Fall. Nee, 10, okay. Kann man vergessen. Karma vergessen. Ja, ich YOLO mal das Race. Warum nicht? Ja, du hast ja die Boots. Da kann man die bringen Land. Verdammt viel in dem Race. Ohne ein Schwert. Ja, aber ich meine hier jetzt, dafür. Ja, da eben. Hättest du bonken können. Ah. Wirklich? Ja. Okay. Guck mal, Yuma hat was von mir gelernt. Yeah. Today I learn. Dafür hat es sich gelohnt schon sehr, ne? Ja. Oh, hey. Nur ein File-Upgrade. Du nimmst es? Why not? Nee. Natürlich, Teasing. Okay. Das der Onkel ist ganz allein. Du warst noch gar nicht bei ihm. Noch ich ein File-Upgrade. Ich sterbe hier. Wo bleibt er denn? Ist mir egal. Aber ich wollte ihm doch noch 20 Rupees geben. Ich hab doch noch einen Onkel. Ja, genau. 20 Rupees beim Onkel. What's new? Ja, und der Hauptunterschied eigentlich zwischen, ich sag jetzt mal, normalem Modus, hey, die 20 Rupees, und Key Sanity ist eigentlich, ja, du gehst einfach in Dungeons rein, ob du sie jetzt clearen kannst oder nicht. Ja. Weil ja, du kannst überall ein paar Items mitnehmen. Richtig, also gerade. Die Dungeons können halt, die müssen halt nicht unbedingt Map und Kompass haben. Das heißt, wenn jetzt irgendein Dungeon 5 Truhen hat, dann sind da nicht nur quasi 3 Items oder so, weil Map und Kompass sind halt in der Welt auch überall verteilt. Das kann überall sein. Ja, also zum Beispiel, eigentlich jeder Dungeon in der Dark World hat um die 10 Items, die es haben kann, halt jetzt im Modus. Bomben, Strats. Easy every time. Sehr gut. Okay, sowas macht immer Spaß. Für Skullwoods, ein Kompass, für T-Rock. Yay. 50 Money. Rupees. 20 Rubis. Oh, hey, Flöte. Drei Mobility-Items direkt am Anfang. Ah, das wird you can't enden. Deny the Jet Seed. Das wird so schlecht enden. Ich sehe das jetzt schon. Ich kann da nicht Hobo checken, aber Hobo alleine ist irgendwie nicht worth. Nee, es lohnt sich nicht wirklich. Ist hier eigentlich ein Randomizer-Sachen. A Link to the Past ist natürlich das, wo die meisten Leute jetzt dran gewöhnt sind oder sowas. Bieten sich denn nicht auch andere Zelda-Spiele für Randomizer an? Ja, es gibt ja auch Ocarina of Time Randomizer zum Beispiel. Vanilla Ice Rod. Neue Seed. es gibt zum Beispiel Ocarina, dann gibt es noch, ich glaube, Zelda 1, ja. Mhm. Dann gibt es noch hier Game Boy Link's Awakening. Und wahrscheinlich noch mehr. Ich weiß nur nicht alle. Interessant mal zu sehen, wenn man sich auf einen Randomizer angeschossen hat, Randomizer Speedruns sind ja was anderes als richtige Speedruns in dem Spiel, ne? Ja. Ob du dann irgendwie, du musst ja andere Strats oder andere Taktiken, andere Denkweisen lernen. Ich habe es ein bisschen so mehr verglichen wie, okay, das Antizipieren, so wie wir es mit dem Adventure Speedrun hatten mit Simon und mir. Mhm. Das war natürlich nicht der Random-Faktor drin, aber mehr dieses, wie mache ich meine Route, wie passe ich die Route an, ja, wie denke ich vor. Routing ist sehr wichtig bei so Randomizern. Definitiv, ja. Und mittlerweile gibt es halt so viele Spiele, die das adaptiert haben. Also es gibt nicht nur Zelda Randomizer, es gibt Mega Man Randomizer, es gibt Super Mario Randomizer. Also die Szene wächst und wächst. Definitiv. Auch für viele RPGs inzwischen. Ja. Fantasy, Lufia. Ja, Lufia hat ja fast schon seinen eigenen Randomizer mit der Ahnenhöhle. Als Roguelike Part. Fangen wir nicht mit Ancient Cave an. Ja, ich meine, das ist ja ein bisschen, das Konzept ist ja wahrscheinlich von daher auch raus, ne? Da kannst du ja auch irgendwie in den ersten Kisten oben ein paar richtig geile Sachen haben. Yep. Oder komplett gearscht sein bis Level 50. Genau.
Ich meine, ich habe mal komplett blind versucht, Iris Percent ein Race zu machen mit Kollegen. Mhm. Ich habe so nach 12 Stunden aufgegeben. Ja. Aber ja, 12 Stunden. Ich ja, weiß. 12 Stunden, ja. Ich habe relativ lange durchgehalten. Und Pokémon Randomizer habt ihr noch vergessen. Mhm. Oh, ja. Großen Franchises und Super Metroid natürlich. Ja. Ah, das ich sag doch, hier sind deine. Wollt ihr deinen Swanny noch geben? Dort ist die Tür. Sorry. Nimm mal einen Jong. Nimm mal einen Swanny nochmal mit dir, ne? Und 10 Pfeile. Kannst du ein paar gebrannte Mandeln kaufen. So, da wir eine Waffe haben, können wir jetzt auch gleich Escape machen. So, rein theoretisch ist es auch ohne Waffe in der Logik. Aber mit Waffe ist es angenehmer. Definitiv. Also ich müsste das jetzt nicht unbedingt ohne Waffe machen, wenn ich andere Dinge zu tun habe. Bonk. Hier auch, es gibt einen kleinen Schlüssel für den Dungeon Hyrule Castle, aber man kann rein theoretisch alle Items mitnehmen, ohne dass man einen kleinen Schlüssel hat. Mhm. Wenn man ja von hinten her einsteigen kann. Holy. Yay. Herzcontainer. Ah, ich hab komplett vergessen zu schnell zu jumpen. Es geht nämlich auch, wenn du die Boots hast. Mhm. Sound. Du gehst zu einer Ledge, also du gehst auf eine Ledge zu und du drückst den Button dann, wenn du eigentlich bei der Ledge bist, dann kannst du einen sogenannten Fast Jump machen. Ah, okay. Das war mir auch neu. Ja, spart halt ein bisschen Zeit, weil du nicht irgendwie eine halbe Sekunde gegen die Ledge laufen musst. Ja. Es ist auch nicht gerade so das Riesending. Weil ich denke mal, so über einen ganzen Run macht das dann je nachdem schon 10 Sekunden aus. Ja. Hi. Das sind doch bestimmt NMG-Strats. Oder generell. Benutzt das wahrscheinlich jeder krasse Speedrunner. Sollte. Oh, Big Key für. Ja, das ist. Ah ja, das ist ja immer für den dann. Das ist Vanilla, sonst. Stimmt. Alle Keys, die von Gegnern gedroppt werden, die sind in der Vanilla-Location, also... Muss aber trotzdem dann eintragen, ne? Nee, bei Hyrule Castle brauchst du es nicht. Lohnt sich nicht. Den kleinen Schlüssel. Nee, die sind gar nicht im Tracker drin. Was ist denn HC dann? Hyrule HC Castle? HC ist Hyrule Castle. Ja, sag ich ja. Aber da ist nur ein Small Key. Ja, sag ich. Okay, da ist Small Kompass. Key. Da ist Kompass. Jetzt gehst du wohl Richtung Saharshala. Ja, weil da sind weil 3 Items. 7 Items insgesamt. Ach ja, du kannst ja auch direkt in Eastern. Ja. Oder ich den Big Key zu Eastern nicht habe. Kann ich natürlich nur 4 Truhen da drin checken. Ach ja, und die Info gibt er mir trotzdem. Ah ja, er sagt okay. Green Pendant ist wo? Hera. Das hätte ich eigentlich auch auf der Map nachschauen können, wenn ich nicht zu faul gewesen wäre. Oh, hey. Tower of Hera. Oh, hey! Ich habe nicht aufgepasst, was war da? Hammer und Gloves. Ah. Hammer und Flask? Gloves. Ach, Gloves. Gut, wunderbar. Das andere ist eine Bottle, das ist keine Flask. Ja, nun. Ist falsch verstanden. Klaus. Klaus geht auch. Was für ein Klaus? Das ist also, nicht mehr nicht Cap, guys. Why not? Also geht's in den Dungeon noch rein, weil man da auch mindestens 4 Kisten noch finden kann, ne? Genau. Und Minish Cap hat die Claws. Das ist ein Item dort. Ja, stimmt. Das verbuggte Minish Cap, was man nicht zu 100% beenden kann. Nicht? Ja, da gibt's in der Urversion, die man hier in Deutschland auch kaufen konnte, einen Bug, da... Bist du normalerweise mit den Göttinnen, mit den Feen, die ja im Dorf als Person leben, da irgendwie zusammen und irgendwann eine von denen geht mal nach Hause und kommen die wieder raus. Um da diesen Storystrang weiterzumachen. Okay. Es kann sein, dass es mittlerweile mit Fanpatch gemacht wurde, aber ich konnte es nie zu 100% beenden auf dem Game Boy Advance. Okay. Und das habe ich. Ich glaube, das einzige Game Boy
Zelda geben, was ich nicht habe, ist Link's Awakening. Sonst soll Link's Awakening ist aber, das Beste. Ja, und gerade wenn du hier ein Link to the Past Mensch bist. Minish Cap ist natürlich top. Okay. Dafür werden wir, für diesen Dungeon werden wir eine Menge Keys finden. Und auch Oracle of Seasons and Ages sind auch in Ordnung. Aber eben Link's Awakening kannst du heute noch perfekt spielen. Ja, ich fand Link's Awakening auch am besten. Na, ich... Die Ballade des Windfisches, Mann. Okay, fair. Aber ich weiß nicht, ich bin nicht so der Seasons und... Also ich würde aber auch sagen, es hat einen Dungeon zumindest, den fand ich komplexer als die meisten, wenn nicht sogar alle hier bei Link to the Past. Nämlich den, das müsste die Adlerfeste oder so sein. Oh ja. Ja? Ah ja, dort wo du die vier Säulen einstürzen lassen musst. Mhm, ja. Da habe ich länger dran gehangen als komplett Link to the Past hier. Okay. Ich glaube, ich habe sogar die Nintendo-Hotline angerufen damals, als sie noch existiert hat. Könnt ihr mir mal helfen? Dann haben sie ihre Ordner rausgerufen, wo da stand, ja, du musst den da abwerfen. Die haben mir tatsächlich geholfen. Ja, nice. Hier ein kleiner Sequence-Break. Normalerweise wäre das hier in der Logik erst, wenn du die Lampe hast. Mhm. Genau. Aber diese Darkrooms sind kein Problem. Nee. Also gerade. Das sind auch quasi die ersten Darkrooms, die man lernt. Mhm. Ja, und das und den alten Mann bei Turtle Rock abholen. Ja. Das sind so ziemlich die ersten Turtle Dark Rooms. Rock. Nicht Turtle Rock, bei... Bei hier, Death Mountain. Death Mountain, genau. Ja. Todesberg. So, letztes Item checken. Ja. Oh nein. Sag mal. Okay. Jetzt Safety. Shit, ja, ich muss safe gehen. Was relativ nervig wird, weil das Ding nimmt einfach so viel Damage. Fighter Sword. Super nervig. Okay. Nicht sterben. What? Oh mein Gott. Iframes, please. Na, ist für 50 Minus. Hat sich super gelohnt, ey. Natürlich. Wenn du abgekratzt wärst und nochmals hier hinkommen müsstest, nee, um dann diese 50 Rubine zu sehen. Hätte ich nicht gemacht. Das ist ein Déjà-vu. Ich erinnere mich dran. Déjà-vu. Yeah. Fahre fort, sorry. Jetzt geht's wohin? Ich geh mal Agener checken. Mhm. Weil Agener sind Keystone-Nets hier immer so eine Nerv-Location. Ja. Ich habe bei unseren Rennen auch gegambelt und sofort Agena gecheckt und gehofft, dass ich da irgendwie Boots oder so finde. Und du nicht, aber es war nur ein Herzteil. Warte. Actually, muss mal Latch checken zuerst. Ja. Okay, ein Big da Key. Ist ein Big Key. Lass mich raten, das ist der zu Eastern. Nein, das ist GT Big Key. Das wäre zu einfach. Ja. Also das, was man, welchen Schlüssel man am liebsten schnell finden will, ist der Ganon Tower Big Key natürlich. Ja. Und der kann halt echt überall sein. Das ist quasi fast schon wie der Ice Rod. Also normalen Randomizer. Ich hatte schon mal, ich glaube, das war sogar in einem Race. Du hast die Flutes, ja, Flutes in und den Big Key zu Meyer hast du in G Tower gekriegt und der Big Key war in einer großen Truhe von Meyer. Das heißt, du musst es dort rein, das holen, wieder zurück zu Meyer und den Big Key holen. Aber ja, Sequence Break rauf zu Death Mountain. Mhm. Rein theoretisch sollte Zora jetzt das letzte Item haben oder Back of Escape, aber. Ich mach lieber mal schnell hier den alten Mann, damit ich dann oben starten kann. Das Zimmer. Das sind die drei Start-Locations. Hätten ruhig auch noch mal ein paar mehr sein können, aber immerhin etwas, ne? Ja. Ja gut, was willst du sonst noch machen? Vielleicht in der Dark World auch noch mal drei. Sowas zum Beispiel, ja. Warum nicht? Muss ja nicht immer nur von dieser verdammten Pyramide starten. Fair, aber ich meine, kommst ja relativ schnell um die Welt in Vanilla. Oh ja, stimmt. Das kannst nicht rennen mit den alten Mann. Mhm. Das ist ja ein Ding. Oh, hey. Nochmal 50 Rupees. Danke, Opa, für gar nichts. Ja, aber echt, ey.
ein Item kannst du noch checken. Ach nee, du kannst halt sogar einen Herald rein, du hast ja den Spiegel, sorry. Yep. Aber da kann ich auch nur zwei Truhen zusätzlich checken. Ich hab wieder Small noch weg hier. Oh, hey, Vanilla. Hm. 10 Pfeile. Okay. Das. Das sieht nach einer ziemlich nervigen Seed aus. Und wir sind okay. Ein Mann. Das ist Ruhm! Warum auch nicht? Brillefelse. Ich nehme das jetzt trotzdem noch mit. Ja, noch hast du nicht so viele. Du solltest gedespawnt sein. Was machst du dort? Okay, lass mal schauen. Die Musik stimmt hier per Zufall. Yay. Big 20. Das ist Sora, wahrscheinlich. Danke für Guanix. Small Key für T-Rock. Nee, warte, ich kann East Death Mountain checken. Ich habe ja einen Hammer. Ja. Fast vergessen. Gib mir die Moon Pearl. Danke. Nein. Ich will mich schon wieder bonken. Du hast halt drei Items, wenn du in die Dark World bist. Und wir sind nur noch einer. Da ist nochmal ein Big Key. Da ist ein Big Key oben. Ja. Oh Mann. Ja. Und das ist immer die Scheiße. Du siehst ein Big Key, wo du nicht rankommst, aber du weißt halt noch nicht, was für ein Big Key das ist. Genau. Aber er muss es irgendwann, wenn er den Hookshot und die Titans mit hat, kann er sich das abholen. Ja, ich brauch den Hookshot nicht dafür. Ah ja, stimmt. Den Hookshot brauchst du gar nicht dafür. Nur die Titans mit. Yep, und die Moon Pearl natürlich. Oh, da ist sie ja. Oh, hey, Moon Pearl. Sehr gut. Okay. Das heißt, wir haben Dark World Access mindestens. Ja. Gut, ICQ-Code. Du enttäuscht uns nicht. Nur ein bisschen. Naja, ein bisschen viel. Oh no. Die kommen jetzt meckern nicht. Du hast drei Mobility-Items. Ja, nee, nicht deswegen. Oh no. Ich habe keine Bombe. Oh ja, shit. Das ist mir schon mal passiert letztens. Ja, mir auch schon mal. Kannst den Boost da nicht machen, ne? Das auch nicht, aber vielleicht findet er hier in diesen 5 Thronen eine Bombe. Oder bei den Small Dorms. Okay, immerhin geht das. Ja. Schlüssel für... Castle Tower. Crap. Die erste Flasche. Crap. 10 Pfeile. Crap. Und ein Herzteil. Keine Bomben. Ich glaube nicht, dass ich das bonken kann. Nee, kannst du nicht. Nee. Kannst du später wieder kommen? Nein. Okay. Ja, dann lass erstmal Dark World gehen. Denk dran, dass es alles noch gesequenced breakt. Ich weiß. Aber nee, ist es nicht. Ich hab Flut. Ah, stimmt, du hast die Flöte doch. Jetzt ausnahmsweise etwas, was ich normalerweise nicht mache, wenn ich nicht Key Sanity spiele. Erstmal hierher und Hype Cave. Checken. In Key Sanity sogar noch weniger Hype als im normalen Fall. Ja. Ach ja, genau, Bomben. Ja. Weil ich kann ja Bomben kaufen. Ja, zum Glück gibt es hier einen Shop, der ausschließlich nur Bomben verkauft. Ja, finde ich gut. Und wir können auch gleich Fire und T-Rock sind 5 und 6. Kann man hier, glaube ich, aber nicht. Doch, Rechtsklick. Ja? Dann ändert es. Ah, da, ja. Sternchen und ohne Sternchen. So, und Maya war das, ja? T-Rock und Maya. T-Rock, ja. Okay. Pendant ist im Swamp. Swamp und Skullwoods. Ja. Okay, lass mal sehen, was du hast. Eine Map für Desert Palace. Yay. Bomben. Natürlich. 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 Und ein Schlüssel für Dark World. Ist noch einer. Yay. Danke. Da unten ist es. Da.
Okay, das ist soweit ziemlich traurig, was ich hier krieg. Ja, aber hast ja noch einige Locations zu checken. Ja, klar, aber... Aber ja, natürlich. Hype Cave war eher ein Trauer Cave. Ja gut, was ist neu? What's new? Stumpy hat einen Kompass. Für Eastern. Okay. Zeige dir mein Geschenk. Etwas, was niemand braucht. Spiegel. Lass mal schauen, was K45 hat. Ich weiß nicht, warum die so genannt ist. Oh, hey. Ein Schlüssel für... Port. Schon wieder Port. Jetzt hast du schon drei. Ja, ich glaube, ich sollte langsam aber sicher Richtung Port gehen. Auch wenn ich das Play überhaupt nicht mag ohne Bow, aber... Eventuell sollte ich das mal in Erwägung ziehen. Ja, ich würde vielleicht noch einen Key abwarten. Obwohl, du kennst dich besser mit Key Sanity aus, ich habe keine Ahnung. Ja, also normalerweise gehe ich schon lieber mit 4 rein, das stimmt schon. Und ein weiterer für... Port? Nee, T-Rock. Oh ja, die wichtigen Locations, ich kriege wenigstens die Small Keys dafür, das ist schon mal nicht schlecht. Weil sonst, was mache ich? Ich kann ja... unten Mirror. Natürlich. Nein. Ja. Oh, okay. Ich hab nochmal Glück gehabt. Calculated. Das ist aber das Beste. Du beamst dich zurück und dann, nein, du stehst in deiner Spalte. Ja. Ist mir gar nicht passiert in meinem. Überhaupt nicht. Wie viel Mal ist hier? 2-3 Mal. Was hast du für uns, Junge? Mindestens. Ein Sick Kompass. Sickkid hat einen Kompass. Die haben alle nur Kompasse. Okay. Die Truhe dahinter im Laden hattest du auch schon, ne? Fire Rod vom Bottle Wender. Das sehe ich actually sehr gerne, weil ich bin eigentlich gerade auf dem Weg dorthin. Ja, wunderbar. Auf dem Weg zu Skull Woods? Ja. Die Motte wird ein bisschen nervig mit dem Equip, was ich habe, aber Fighter Sword, Morphula. Ist schon mittlerweile Standard, komm. Das kriegst du hin. Kann man machen. Muss man aber. Außerdem hast du noch eine Biene, vergiss es nicht. Ja, genau, die Biene. Die wird mir den Arsch retten. Oh ja. Auf jeden Fall. Okay. Da! Not the bees! Not the bees! Stirb. Bumpf, bumpf. Ich habe noch keinen Small Key, aber. Lass mal probieren. Oh, nice Tactic. Das ist relativ einfach. Ja, sah auch nicht so schwer aus, aber wusste ich nicht, dass das geht. Hier, erstmal die Chest dort skippen. Weil ja, das macht man auch bei Kisanity anders als normal. Damit man sich diese Tür da erspart, diesen Schlüssel. Ja, weil doch dieses Minenfeld durchlatschen ist nicht so geil. Ja. Mhm. Und hier diese Truhe muss immer ein Small Key haben für diesen Palace, weil sonst wärst du hier gelockt und müsstest raus. Genau. To this dungeon. Da muss der aber auch nicht separat eingetragen werden, wenn der schon Standard ist, ne? Ja, der ist schon fix dort drin gescriptet. Noch ein Kompass. Hey, come off it. Für G-Tower. Wow. Game, bitte. Aber so, es müsste ja langsam keine Kompasse mehr geben im Spiel, oder? Ja doch. Ein paar sind da noch nicht da. Aber ja, ich glaube so 2-3 sind sicher noch da. Außerdem, wenn wir Glück haben, können wir noch ein paar Maps kriegen. Ja. Ich meine, ach nee, ich brauche die Maps nicht mehr. Ich weiß, wo die Pendants sind. Aber du könntest dich ja verlaufen vielleicht. Deswegen mit den Maps ganz gut. Genau. So, Bombos, um uns hier das Leben ein bisschen leichter zu machen, weil diese Gyptos nerven extrem. Ja. Wow. Oh, Alter. Krapscher. Der nervt natürlich noch mehr. Ich den hasse. Ja, nur den Krapscher zu töten bringt halt auch nichts. Ja, leider. Der respawnt in derselben Zeit, ob du ihn jetzt tötest oder nicht.
da mal eben öffnen. Danke für nix. Hier nochmal rein, um Mana aufzufüllen, weil er kann jedes bisschen Mana gebrauchen für den Bossfight. Naja, nicht nur für den Bossfight, auch schon für davor. Ja, davor auch schon. Also du musst halt Fackeln anzünden und er hat halt nur Fire Rod und kein Half Magic. Deswegen. Und hier ist auch immer ein Key drin für den Dungeon. Also eben alle die, die irgendwie bei Gegnern oder so gescriptet sind, die sind nicht randomized. Weil ja. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten, wenn die auch noch random. Ja, es gibt halt einige Dungeons, wo du tatsächlich gar keinen Small Key brauchst, wie zum Beispiel hier Skull Woods. Genau, und Eastern, weil Eastern hat gar keinen. Ja. Erstmal die hier mitnehmen und hoffen, dass da irgendwas drin ist. Yeah. Bomben-Upgrade. Davon hast du schon ganz schön viele. Ja, also mit Upgrades guides DC nicht. Nee. Auch wenn das nicht unbedingt das ist, was ich sehen will. Okay. Und hier nehmen wir auch nochmal schnell Bombos. Weil einmal Bombos braucht ein bisschen weniger Magie, also die Hälfte der Magie als vier Fire Rod Shots. Das sind genauso shitty Strats, die ich sie auch mache. So habe ich jetzt wenigstens 5 Fire Rod Shots nachher. Nee, 4. Ich muss den Typen hier mitnehmen. Der Hit war jetzt nicht so dolle. Aber hier ist immer noch ein kleiner Magic Refill. So, okay. Und Motti. What? Wenn diese Motte an den Spikes ist, nah dran ist, dann machst du keinen Schaden, wenn du ihn triffst. Deswegen ist dieser Boss mit der nervigste überhaupt, weil der sehr, sehr viel Zeit fressen kann und auch nicht so einfach ist natürlich. Vor allem mit Fighter Sword. Oh mein Gott. Oh nein. Ich wollte eigentlich in die Spike rein und von daher die Boost. Ja. Gehst du raus oder probierst du es nochmal? Nee. Ja, geh lieber raus. Bye. Einmal reicht. Wir sehen uns wieder. Was nice to see you, Mafia. naja. War ein Versuch wert. Ja. Schlussendlich sind es wahrscheinlich die Mids, aber kann man später holen. Richtig. Jetzt nicht so, dass ich es brauche. Jetzt aber sicher mal die zwei Locations im Graveyard mal schnell machen. Scheiß Graveyard Ledge. Diese Dreckslocation. Ich hasse sie auch. Da waren so oft schon Items drin und ich hab's irgendwie zuletzt gecheckt. Ja. Oh, und ich habe kein Cape. Ja. Danke. Ja, ob wir uns das abholen, wissen wir noch nicht. Wenn es zu viel Zeit frisst, wahrscheinlich nicht, aber später. Wenn man da vorbeikommt, vielleicht. Ich sage jetzt mal, ich werde Minimum noch einmal dorthin kommen im Verlauf des Spiels. Mhm. Also, aber solltest du Blue Mail woanders noch finden, nehme ich mal an, dass du das nicht nochmal holst. Ja. Weil Blue Mail ist schon halber Damage, das mache ich dann. Das reicht eigentlich im Normalfall easy. Ja. Noch ein Kompass. Nein. Aber wir wollten doch. Nein. Kompass Percent. Gotta catch them all, Mann. Nope. Aus Prinzip nicht. Any Kompass Percent. So, ich glaube, ich habe das schon mal aus Spaß gemacht, dass ich wirklich alle Kompasse mitgenommen habe, aber nee. Das wird nicht mehr passieren. King's Doom hat Schlüssel für G-Tower. Useless. Ich brauche nur einen. Yep. Ich brauche eigentlich gar keinen. Ja, theoretisch. Du kannst den auf der Left Side mitnehmen. Ja. Aber wenn du einen hast, sparst du wenigstens ein bisschen Zeit. Aber du hast sogar schon zwei. Okay, Thieves Town. Dankeschön. Mir irgendwas Gutes.
Oh ja. So ist halt Key Sanity. Ja. Das ist halt genau das Interessante daran. Aber irgendwann. Oh Silber, hey. Los. Mhm. Irgendwann kommst du an den Punkt an, wo du sehr viele Keys und alles hast und dann gehen die Dungeons auch ein nach dem anderen. Ja, relativ also schnell. Im Normalfall bist du irgendwie im Go-Mode, wenn du noch 4 Kristalle oder so brauchst. Ja. Weil du findest halt überall mal was und. Bomben. Yay. So, ab in Thiefstown. Ach ne, eine Truhe noch checken. Ja, ich kann die hier noch mitnehmen. Aber ja, danach Thiefstown. Oh, ein Herzteil. Besser als ein Kompass. Ich denke mir langsam wirklich, ich muss in Port rein. Das wo der Eastside Death Mountain hat noch was. Mhm. Und dann würde ich mir selbst den Arsch beißen. Yay. Ach. Und da sieht man auch, dass es angezeigt wird. Ah, 1 von 8, ja. Ja, genau. Okay, das sind schon mal ein paar passable Hilfen. Ja, ich glaube am Anfang. Aber das liegt daran, dass du den Kompass hast, oder? Genau, das ist wegen dem Kompass. Ja. Ich glaube, am Anfang hat der Kompass einfach gar nichts gemacht und dann haben sie das noch zusätzlich implementiert. Hm. Das würde theoretisch auf deine Karte ein bisschen was blinken. Rein theoretisch. Hm. Das reicht ja. Ja, im Normalfall schon. Es ist aber trotzdem eine gute Hilfe manchmal. Okay. Das ist dann schon. Small Key für Thiefstown. Ich habe keinen Big Key, also war es das. Ja. Okay. Ich check ihm mal das und dann gehe ich Port. Warte. Change of plan, ich gehe direkt Port. Ja. Den Weg rum gehen ist ein bisschen nervig. Auf jeden Fall, das musste ich vorhin machen. Hä? Echt jetzt? Ja. Okay. Als ich zu Tower auf. Ah, nee, Quatsch, andersrum. Du musst. Ich musste es. Genau, right side, um in Hera zu gehen. Was auch nicht viel besser ist. Das ist ein bisschen schneller, glaube ich. Aber nicht schöner. Nee, es ist nicht schön. Das stimmt wohl. Ein Äffchen. The Shit Monkey. Ja. Gib mir Geld. Niemand mag Kiki. Niemand. Nee. Was würde er sich kaufen für das Geld? Noch nie eine Banane da gesehen. Gute Frage. Wahrscheinlich Ecstasy. Also Angel Dust und Shrooms gibt's ja in dem Spiel. Ja, stimmt. Ecstasy wahrscheinlich auch. Angel Dust. Der DLC ist das. Oh. Das ist ja cool, der Block ist nicht mal kaputt gegangen. Ja. Nee, das Sprite bleibt, wenn du Item dashst. Weit Item dashst, ja. Okay. Jetzt ist die Frage. Routing ist immer ein bisschen. Willst du mich verarschen? Map für Hyrule Castle. Ja, Routing hier ist immer ein bisschen. Was machst du genau? Ja. Ja, eben hier kann man den Hammer Jump machen, aber wäre so oder so nicht wirklich worth it. Ein Big Key für Eispalast. Oh, actually, ich hab den Big Key. Noch ein paar Dark Rooms. Der hier ist noch relativ easy, aber der danach ist nicht ganz so leicht. Da ist so ein kleines Labyrinth. Mhm. Aber mit ein bisschen Übung. Ein Herzteil. Noch ein Herzteil. Ernsthaft?
Spiel, bitte. Das Spiel liebt dich halt. Braucht ja. Herzen. Ich will diese Liebe nicht. Oh. So, jetzt kommt das Labyrinth im Dunkeln, was ein bisschen knifflig werden kann. Aber Yume kann das, glaube ich, schon ganz gut. Besser als ich jedenfalls. Ich brauche da immer ewig lang. Ja, das Ding ist halt, sobald du getroffen wirst, dann weißt du irgendwie nicht mehr ganz so, wo du bist. Ja. Ein Kompass für Eisbären. Oh boy. Nee. Ja. Okay. So. Got it. 20 Rupees. Echt jetzt? Spiel. Du hast den Big Key, also kannst du den hier auch nochmal checken. Ach ja, das geht 20 übrigens Rupees. Ja, klar. Natürlich. Falscher Knopf. Du kannst das Schwert die ganze Zeit draußen haben und kannst Truhen öffnen und all den Shit machen. Okay. Dann muss ich halt doch das hier machen. Ja, hättest du ein bisschen mehr Geld, hättest du vielleicht Fake flippern können, aber das würde sich jetzt noch nicht wirklich lohnen. Nee, ich will Sora mitnehmen. Wenn ja, auf jeden Fall. Wenn man das schon macht, dann... Weil, ja, sonst ist das ein bisschen nervig. Ja. Okay. Oh, hey. Oh. Hier. Danke. Tisch nehme ich mit. Natürlich. Nee, und sonst muss ich wahrscheinlich Geld für Sora farmen gehen. Was ich jetzt überhaupt nicht cool finde. Aber das ist schnell gemacht eigentlich. Hula Hands. Ja, wer braucht Hula Hands? Aber hey, das Gute ist... Dass du Bomben hast. Weil ich, ja, das auch. Und den Spiegel, um den Block zu entfernen. Kann ich den Block einfach weghauen. So. Pfeile und noch ein Kompass. Für Dark Palace. Okay, mittlerweile glaube ich, wir haben alle Kompass gesehen. Ja. Ich glaube ja. Ja, gut. Dann gehen wir nur zu Sora. Beziehungsweise gehen wir schnell Geld farmen für Sora. Dann zu Sora. Ja, so sollte eine Keysanity Seed eigentlich nicht aussehen. Gern geschehen. Vor allen Dingen, holy, alle Kompasse so früh, so viele Maps so früh. Das ist nicht ganz normal. Das heißt, nachher ist alles nur geiler Stuff. Ja, schön wär's. Ganz okay. Noch einmal und dann haben wir genug. Genau. Dann flew to 8 und let's go. Schau nicht so doof. Wir hatten Fukuhila. Ja, was ist das? Bundesliga der 90er? Ja, ungefähr. Auch aus den 90ern das Spiel. Ja, gut, fair. Wurde ja bei uns 92 released. Ungefähr, ja. Fake Flippern. Ja, falls das noch nicht erklärt wurde, man kann ohne Flippers schwimmen. Wenn man bei einer Screen Transition direkt da ins Wasser springt, dann denkt das Spiel, dass du die Flippers schon hast und lässt dich schwimmen. Genau. Du darfst dich nur nicht dabei treffen lassen, weil dann bist du instant tot. Genau. Normalerweise im Originalspiel wäre das ein Softlock, weil du da nicht mehr rauskommst. Aber beim Randomizer haben sie das so geändert, dass du dann einfach nur stirbst. Ja,
Was sehr großzügig ist. Mal gucken, was der hat. Oh, es ist eine Flasche Arnhem, doch nicht. BP okay. Für Misery Meyer. Nehme ich aber pro jetzt im Moment eigentlich nicht. Nee. Du kommst nicht rein. Big Key Nummer 4 eingesammelt. Einen haben wir noch gesehen, ne? Zwei. Zwei sogar. Desert Ledge und Floating Island. Ja. Ja, eigentlich muss Sora Progress haben. Also ich habe wirklich was verdüdelt. Warte, habe ich Back of Escape gemacht? Nee. Ich glaube, du bist nicht runtergesprungen, oder? Shit. Oh oh. Ja, aber egal. Das kann. So, hier nochmal rausschwimmen und wieder rein, damit wir nicht mehr in der Höhle schwimmen. Genau. Das ist nicht so cool. Der Bogen und noch ein Kompass. Ja, okay, ich glaube, jetzt haben wir wirklich. Jetzt sind wir durch mit den Kompassen. Ja. Holy. Und jetzt dort irgendwie ein Small Key auf Sora Ledge und ich heul. Yay, es ist eine Map. Oh, ich nicht. Gut. Nein! Oh! Okay. Oder? Nein! 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 Doch! Nein. Natürlich musste das jetzt passieren. Egal. Sora hat eh nichts. Nee, Sora hat bestimmt gar nichts. Ja. Checkst du später, wenn du Catfish machst. Ja. Das ist eine Variante. Natürlich musste ich, das ist das einzige Mal, dass ich jemals den Scheißstein dort treffe. Natürlich muss das heute sein. Ist mir auch schon passiert. Ja, mir eben lustigerweise noch nie zuvor. Es gibt für alles ein erstes Mal. Yep. Ganz besonders in dieser Sendung hier. Also, 05. Zweiter Captain Show. Und Ether Medaillon. Stop it, Jume. Ich wusste. Mit Turtle Rock sind auch schon ein paar Sachen da, ne? Also theoretisch mit dem Medaillon. Turtle Rock kann ich nicht rein im Moment. Ja, obwohl du hast zwei Medaillons, aber du konntest da nicht progressen, weil du High Cane of Sumaria hast. Ja, okay. Aber ich kann Maya. Ja. Ich kann Desert. Desert hast du ein Key. Mehr gibt's auch nicht. Big Key hast du noch nicht in Desert. Okay, mal gucken. Es ist tempting, jetzt den auf dem Floating Island zu holen, aber ich will mal so schauen, was dort auf der Ledge ist. Okay. Bombos. Was haben wir? Kannst du bitte, Dankeschön. Ach ja. Einfachster Raum im Spiel, weil du die iFrames holst. Ah! Wusste ich auch noch nicht. Okay, können wir bitte aufhören? Die Dungeon-Items? Ich meine, ich glaube, die Zuschauer freuen sich gerade richtig schön und wollen noch mehr Maps. Ja, haben wir aber auch bald keine mehr. Ja. Das ist echt, ich glaube. So viele Dungeon-Items habe ich noch nie früh gesehen. Okay, brauche ich zum Glück nicht. Ja, das Wichtige eigentlich, um mal in Desert reinzugehen, ist, dass ich den Small Key habe und den habe ich ja. Sonst würde es ein bisschen. Die Boots hast du auch noch für Torch-Item. Genau. Und? Da haben wir Thiefstown. Okay, ich kann Thieves Town full clearen. Ja. Es war aber die Hälfte. Pendant? Also fast die Hälfte. Thieves Town ist kein Pendant, oder? Okay. Nee, es war Misery Maya. Nee, Quatsch. Ich rede Dünnsinn. Ich weiß nicht, ob Thieves Town ein Pendant ist. Wofür mache ich Map Checks? Oh, hey. Oh, Kane of Sumeria. How convenient. Also doch. Misery Maya full clearbar und Turtle Rock. T-Rock noch nicht. Bitte? Ich habe erst zwei Small Keys. Ah ja, okay. Natürlich Post 3 für Full Clear. Aber ich könnte rein theoretisch, wenn ich den Poke Key stehle, kann ich bis Laser Bridge runtergehen. Aber lieber noch warten auf den Key, glaube ich.
Ja, das ist jetzt halt das etwas Nervige. Ja, ja, das, also ich würde das so machen vielleicht. Jetzt habe ich 2-3 Items gekriegt und plötzlich ist alles offen. Ja. Aber nicht genug Keys für manche Sachen. Das ist ja nicht ein Problem. Natürlich, aber... Aber Maya kannst du komplett machen. Ich habe Optionen. Ja. Das ist schon mal gut. Ja, Maya ist auch noch nicht 100% in Logik. Wegen der Lampe, stimmt, natürlich. Genau. Ja. Ich könnte Maya nicht machen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich kann es eigentlich, aber... Green Mail, 8 Herzen, ist ein bisschen wenig. Ja, vergiss nicht, du hast noch eine Biene. Genau. Ja, also Maya und ich würde sagen Aghanim sind wohl die schlimmsten Darkrooms in diesem Spiel. Ja, Aghar sowieso. Aghar ist halt extrem krass. Ich habe es auch noch nie gesehen, wie jemand das im Dunkeln gemacht hat. Also ich habe irgendwie zwei Leute, glaube ich, die Aghar wirklich mal trainiert haben. Mhm. Das ist halt wirklich eine Shitshow. Aber auch eben nicht so lohnenswert, wenn dann jetzt das nicht so Priorität hat, ne? Na, also im Normalfall musst du Ärger wirklich nur machen, wenn du kein Dark World Access kriegst. Ja. Dann kriegst du die Lampe irgendwie früh genug. Ja. Aber ich glaube, Misery Maya in Dunkeln muss ich auf jeden Fall nochmal lernen, das ist wichtig. Denn es ist wirklich das Schlimmste, was es gibt in diesem Spiel, wenn das Go-Mode-Item die Lampe ist. Ja. Ja. Weil theoretisch könntest du alles machen ohne Lampe. Nur du musst es können. Und mittlerweile kann ich fast alle Darkrooms außer Misery Maya und ja, wie gesagt, Aghanim. So, leider kann ich das jetzt nicht ganz geil routen, weil ich keinen Small Key gefunden habe, aber das Spiel gibt mir zum Glück genug Small Keys. Mhm. Hier ist einer zum Beispiel mal drin. Genau, hier ist einer und ich muss leider Damage boosten, was ich hier überhaupt nicht gern mache. Mhm. Für Gita. Yes. Wow. Okay. Das ist schon mal... Das ist groß. Ja, es ist ein großer Schlüssel hier. Natürlich. Ja, es ist groß. That's what she said. Hey, wait. It's the biggest of the keys. So, jetzt muss ich das hier ein bisschen improvisieren, weil ich keine Magic habe. Ja, ja. Hier gibt es einen Mana-Pod. Aber hier ist ein Full Refill. Wenn er nicht despawned wird, ich glaube, sie haben daran gearbeitet, weil ich hatte das nie mehr. Aber es kann sein, dass die Magic Pods despawnen. Und ich weiß nicht, warum das nur Magic Pods sind, die bei mir permanent gedespawned sind. Das habe ich noch nie gesehen. Nee, es ist leider möglich. Weil ich hatte das mal in einem Race, ich hatte nicht genug Magic, ich hatte keinen Green Pot mehr oder Blue Pot. Mhm. Ich war in Maya und hinter dieser Chest war das Go-Mode-Item und ich musste rausgehen. Oh, und dann Mana auffüllen. Mana auffüllen, hab erstmal was anderes gemacht. Okay, Swagnet. Und ja, hat mich etwa 20 Minuten gekostet, war geil. Ja, oh, natürlich. Ich rauf mitten rein. Ich glaube nicht, dass ich mit 4 Herzen den Darkroom mache. Easy. Brauchst du auch nicht. Jetzt grab nämlich die Lampe, pass auf. Ja, schön wär's. Ich glaube nicht dran, dass das passieren wird. 300. Hey. Hey, ich kann mir wenigstens Blue Pots kaufen jetzt. Ja, Geldsorgen sind los. Ja. Wir sind ausgesorgt. Ist bei den blöden Affen schon bezahlt. Yep. Nur Sora noch nicht. Und? Holy! Der ist ah, okay. Sehr praktisch. Das ist cool. Ich mach den Boss definitiv noch nicht. Ja. Das wird noch die restlichen Items holen und direkt Desert. Ja. Das klingt nach einem Plan. Nein. No! Oh! Sehr okay, es war kein Hover, aber... Almost Hover. Close enough. Noch ein Penny.
Hey, aber wirklich, Rupees habe ich genug. Das ist eigentlich nicht mal so schlecht. Ja. Ich muss halt den blöden Raum nochmal machen mit den Wizrobes, aber das ist nicht so schlimm. Ja. Aber ja, ich gehe hier lieber safe, weil. Ja. Mathe hat mir schon Mittelfinger gezeigt. Ich fühle mich heute auf der Execution-Seite nie so toll wie auch schon. Okay, Half Magic, come on. Okay. Half Magic, sagst du? Ice Palace. Einer der. Okay. Nicht der schlimmste Smog, den du kriegen kannst, aber auch nicht gerade wirklich toll. Aber kürzt Ice Palace ein bisschen ab, also Items abzuchecken. Definitiv. Was zur Hölle mache ich? Lass den Rücken schießen. Ist doch nett. Ich muss einen der Parts mitnehmen. Im nächsten Raum. Oder so. Nehme ich. Wenn ich jetzt noch eine Fairy kriegen würde, wäre das super toll, Game. Das ist ein Herz links, aber das Timing dafür ist so, dass du meistens getroffen wirst. Okay, nicht Jas viel am. Mhm. Ja. Ja, doch, klar. Das sind zwei Rock Shots. Ja. Sind dann zwei. Was heißt denn hier mein Fehler? Was meintest du damit? An random Orten in Dungeons zu mirren, wo du überhaupt nicht mirren willst. Achso, das meinst du, ja. Davon hatten wir einige heute. Okay, machen wir die Easy Strat. Zack. Perfekt. Easy Area. Ja, perfekt. Und wir haben unseren ersten Kristall. Endlich. Nach 58 Minuten. Ja, das klingt nach Key Sanity. Achso. So. Tada. Die sind jetzt aber aus, ne? Ja, gut. Ich wollte mich nur nochmal vergewissern. Die anderen markierten Sachen. Ah. Als ob der Vogel Linksgewicht tragen könnte. Realismus. Das ist der Swag Duck, der kann sowas. Achso, ja. Erstens mal ist es Swag Duck. Zweitens, Marissa ist vielleicht 50 Kilo, wenn überhaupt. Ja, obwohl sie hier nicht chubby aussieht, also dieser Sprite hey, jedenfalls. Hey. Er hat nur schwere Beine. Don't talk like that about my wife. So, da wir jetzt den Big Key für Thiefstone haben, können wir da auch weitermachen. Ja, wir können es voll klären. Ich habe den Small Key hier drin gefunden. Danke, Spiel. Ja. Durch den Hammer können wir uns auch das letzte Item holen. Mhm. Genau. Also easy. Easy Mode. Let's go. Wow. Okay, außer ich schieße mir das Ding ins Gesicht. Das muss nicht sein, weil das sind zwei Herzen Schaden. Ja. Was jetzt natürlich interessant wird, ist Hellway. Nein, okay, dankeschön. Wie wär's denn mit God Pixel? Ja, das wäre nice. Mhm. Nein. Ich war ein Pixel zu weit links. Ja. Wenn das jetzt einfach mal so geklappt hätte, das wäre geil gewesen. Ja. Es klappt erstaunlich, also es hat bei mir erstaunlich oft geklappt, nur durch Zufall. Okay. Aber immer wenn ich es wirklich probiert habe, dann eigentlich nie. Schön für dich, Sir. Ja, ne? Für dich. Okay. Oh mein Gott. Ja, nee, ich hab geslowpoked. Oh, mit dem Hammer drauf. Kannst du nicht, wenn du in der Tür stehst. Ach so. Ah, ja, stimmt. Oh, je. Ich will eigentlich nur die Truhe kriegen. Wie wär's mit dem Herzteil? Ein Schlüssel. Okay, Hera. Warum nicht? Es ist immerhin Green Pendant. Hera ist Green Pendant? Ja. Okay. Ich,
Ich erwarte Dragon Strike nächstes Mal, wenn ich komme. Der kann besser tracken, ja. Geh mir aus dem Gesicht, danke. Wunderbar. Ach scheiße, das ist ja nur eine Bombe. Okay. In dein Gesicht. Zack. Jetzt hier. Das Item abholen. Ja, genau. Erstmal das Item hier machen schnell. Und? 100 Yay. Rupees. Jetzt kriege ich halt bisschen das Geld. Spät. Ja, noch ein paar Bomben hinterher. Oh, ja. Oh, eine Prinzessin. Darf ich sie mitbitten, bitte? Uiuiui. Oh. Macht's aber auch spannend. Okay, okay, okay. We're good. What? No, we're not. Alter! Oh. Nein! Haben dich hin und her geschubst. Heute ist nicht mein Tag. Ah, jetzt musst du halt die Olle nochmal abholen. Ich muss den Schalter nochmal umlegen und. Ja. So nochmal runter. Heute ist echt nicht mein Tag. Okay, wie auch immer das mich nicht getroffen hat, aber. Nehme ich. Vor allen Dingen, ich muss Hellway nochmal machen. Mhm. Ei, ei, ei. Diesmal kriegst du aber den Goldpixel. Pass auf. Natürlich. Easy. Easy peasy. Easy every time. Oh, ei, ei, ei. Nope. Nope. Gucken. Du. Okay. Ich frage mich gerade selbst, wie ich nicht getroffen wurde. Passiert manchmal. Ja, okay. That. Na, es geht. Slam hat mal eben Moonwalk darauf gemacht. Me approves. Oh, ey. Was für Arschlöcher. Was gehen? Ich soll echt mehr mit dem Schwert fighten, gerade. Ich hab's mit dem Hammer. Ja, gegen diese Roten, die fressen eh viel zu viel Hits. Da musst du mit dem Hammer ran. Mhm. Weißt du was? Fuck you. Fuck you, Medaillon. Ja. Das ist legit, wie ich das mit einem Kollegen benannt habe. Ist auch okay. Ein Herz. Nicht gut. Immerhin. Finde ich gut. Nehme ich. Okay, come on. Blind sollte ich einen nicht schaffen mit 6 Herzen. Kriegen wir hin. Jetzt nicht Hammer Strats, sonst sterbe ich. Ja, lieber nicht. Wozu auch? Du hast ein Schwert. Mhm. Oh nein, wer hätte es gedacht? Pizza Jokes. Und Blind ist völlig egal, mit was für eine Waffe du machst, der nimmt immer gleich viel Schaden. Genau, er nimmt immer 3 Hits. Pro Phase, ja. This is Toro, wow. Bitch! Yeah. Wunderbar, das sehr war ein schön. Sehr guter gescripteter Fight. Wenn du es richtig machst, dann sieht es genau so aus, dann geht Blind nicht einmal runter. Mhm. Wenn du es richtig machst, ist es ein bisschen schneller. Ja, noch ein bisschen schneller, aber das war schon gut genug. Also Kristall 2, ne? Ja. Yep. In Thiefstown. So. Ah. Kann hier mal alles Kristalle machen. So und so. Was machen wir jetzt? Ja. Erstmal bonken. Du hast die Titans mit schon, ne? Ja. 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 Ah, kannst du einiges noch machen. Jetzt erstmal. Kluge Entscheidung. Ein Trink holen. Sehr, sehr kluge Entscheidung. Less struggle. Weil. Ja, dann kann ich die boosten. Ja gut, ich glaube, ich hab noch keine.
keinen Big Key dafür. Also kein Hera, aber ich habe sonst genug, was ich hier oben machen kann. Aber ja, jetzt sind wir so im Mid-Game, wo halt einfach noch so die paar Sachen, die du brauchst, im Suchen bist. Was wir an Items noch brauchen, ist der Hookshot. Dann brauchen wir die Lampe, höchstwahrscheinlich schon. Zwar nicht unbedingt, glaube ich, aber wär nett. Machen, aber es wäre schon nicht so schlecht. Ja. Wenn ich zumindest ein Blue Mail oder so hätte, um da runterzugehen. Und Flippers brauchst du auch noch für Go Mode. Mhm. Und ein Schwert natürlich noch. Ja, wer braucht Schwerter? Geh mir aus dem Gesicht. Danke. Tell Rock. So, für T-Rock hast du 2 Small Keys. Ja, damit kommst du schon relativ weit. Ja, wie gesagt, wenn ich den Vanilla Big Key wenn du die Tür unten da nicht aufmachst, dann kommst du zu Laser Bridges. Genau. Ja. Ich weiß nicht, wie es mit der Logik genau ist. Ich glaube, die beide sind in Logik, wenn du 3 Small Keys gefunden hast. So rein theoretisch ist dort unten noch nix in Logik. Laser Bridge selbst ist natürlich auch noch nicht in Logik, weil du ja die Lampe brauchst, um überhaupt dahin zu kommen. Ja. Im Normalfall. Ja, wir brauchen eine Lampe. Aber erstmal den Big Key holen. Genau. Plus ein weiteres Item. Drei weitere Items, sorry. Yep. Dann ja. Mein T-Rock-Dip ist jetzt nicht die dümmste Idee, die ich haben könnte im Moment. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Herzcontainer und 20 Rupees. Aber ich könnte auch Ports, mit Ausnahme der 2 Truhen, die hinter Small Keys sind, da nicht full clearen. Weil Big Key habe ich ja. Geh weg. Oh mein Gott. Diese eine Truhe hier ist sogar in der Logik. Du musst das machen sogar. Mhm. Yeah. Eine Map für Maya. Jetzt wissen wir, dass Maya ein roter Kristall ist. Ich werde nicht hammern. Nee. Ich wollte nur teasen. So. Wird er es tun oder wird er nicht? Nee, ich kann nicht. Ich kann vielleicht 2-3 Cycles haben und danach ist fertig. Ja, es geht zu sehr auf die Finger auch. Ja, machst dir wirklich die Finger kaputt damit. T-Rock. Big Key für Hera. Okay, Hera. Aber du bist schon mal hier, das ist nicht so schlecht. Das ist nicht so schlecht. Außer das. Ja, ich mirror hier schon meistens früher. Gute Idee, ne? Trägst du ihn an, den Key? Oh ja, oh sorry. Okay, zum Glück ist alles hier despawned. Deadrock? No. No. Okay. Okay, immerhin reingeschafft. Yeah. Wenn er jetzt sterbt, ist nicht so wild, er spawnt wieder am Eingang. Ja. Oh Gott. Okay. Small room, please. Coffee Break. Ja, außer ich versau's. Okay. Super. Ja, also, Guys, wie ist euer Tag? Mal ein bisschen die Nägel, ne, so wie es gehört. Also, meinst ungefähr Mid-Game. Jetzt ist erstmal, du hast ein paar Optionen, guckst hier, guckst da und schaust, dass du hast jetzt hier noch gleich mal ein paar die wichtigen Items aufgezählt. Mhm. Also, er braucht auf jeden Fall noch Hookshot und Flippers. Ja. Das auf jeden Fall, damit er Swamp machen kann. Mhm. Ansonsten halt nur noch Schlüssel. Schlüssel, ja. Und Lampe halt. Ja. Okay. Ja, was mach ich? Das war. Wow. Alter Schwede. Das war alles total gewollt. Nee. Gleich kannst du sterben. Erstmal die Fackeln anmachen. Ja, und vielleicht auch noch das Item mitnehmen.
Ja, wenn es sein muss. Smoky für Douglas. Das ist schon mal nicht so schlecht. Vier Stück schon? Mhm. Aber davon hast du jetzt ein paar verbraucht. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe jetzt nur notiert, wie viel du gesammelt hast. Ich gebraucht. Ja, nee, es ist auch richtig so. Drei habe ich gebraucht. Weil ich sehe ja hier, wie viel das ich momentan noch habe. Mhm. So, machen wir mal, weil ich es kann, NMG-Strats. Sehr gut. Ja, einen Port Smoky bräuchte ich so oder so noch, um Hammerstore machen zu können. Ich glaube, der Softlock ist nicht mehr. Okay, und? Eine Map für G-Tower. Ja, genau, G-Tower hat ja auch noch eine Map. Yay. Ein Kompass. Ja, ich bin lame. Ich mach das hier so. Ist ja genauso lame wie ich. Mich disst du dafür. Ja, natürlich. Single Arrow! Oh, okay, jetzt sind wir im Go-Mode. Wir sind technisch gesehen im Go-Mode, genau. Nein. Oh! Ah, kriegst du zu. Nerv. No swag. Ah, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich glaube an mich. Hey. Sehr gut. First try. Ich wollte es ein bisschen zu schnell machen. Wenn ich es langsam mache, easy. So, Muldorn. Gregor, was sagst du? Wie oft fällt Junge runter? Dreimal, viermal? Nein, kein Mal. Das schafft er alles total easy. Immer Geduld, siehst du? Sehr gut. So, dann fällt jetzt freiwillig runter, um mich zu verarschen. Yay, noch eine Map. Und. Ey, ich will Dark Palace. Komm, jetzt nimm den Pendant. No, what? Dann vorbei. Das war nicht gewollt. Ja, ja. Ja, ja. Das war nur ich. Der gerade stimmt. Ja, gut, jetzt musst du ja Richtung Port, würde ich sagen. Ja, nee, jetzt. Passt. Jetzt check ich erstmal, was ein T-Rock so los ist. Na gut, wenn du schon mal hier bist. Erstens das und zweitens, ich kann. 3, 4. Ah, ich kann schon recht was checken dort drin. Hm. Deswegen hat man es auch vorher geöffnet. Ach ja. Nee, warte. Andere Tatze. Hä? Oh! Mhm. Wusstest du das nicht? Nö. Hast nice. Du auch was gelernt? Ja. Bringt zwar gar nichts, weil hier drin ist sowieso immer ein voller Mana. Ja. Good to know. Gut. Vielleicht gehst du ab und zu auch mal dran vorbei und nicht rein, ne? Ja, stimmt schon. Ich wusste manchmal kannst du ja nicht mal rein. Ich wusste jetzt auch nicht, dass ich das kriege, also. Achso, das ist sowas wie ein Tree-Pull? Ich denke, ja. Ah, okay. Ja, der Schlüssel für Skullwoods. Yay! Yay! Das ist ja fantastisch. Der nutzloseste Schlüssel nicht, aber im Spiel. Wird trotzdem notiert. Oh, holy. Knapp, das war knapp. Ja, da wäre ich jetzt gerade schön runtergefallen, wenn ich getroffen hätte. Ja. Oh mein Gott. Fire Rod. Oh, ohne Hookshot. Ja. Andersrum. Ich hab gemerkt. Erstens das, zweitens ich muss den Raum mit den Rollern ohne Hookshot und ohne sonst ein Invincibility-Item machen. Das wird witzig. Ach, einfach Damage boosten. Das wird witzig. Resident Sleeper. Easy every time. Ja, du sagst die boosten. Das sind 3 Health. Boah. Easy, easy. Oh. Yay! Okay. Ein Masterschwert. Mhm. War schon mal worth. Mhm. Nur deswegen. Jetzt kriegst du noch Tempered und Butter hinterhergeschmissen. Pass auf. Würde mich nicht wundern. T-Rock ist ein Arschloch. Ja.
Vor allen Dingen, yay, Chain Chomp Room mit genau genug Health, dass sie mich one-shotten können. Das wird jetzt lustig. Okay. Easy. Small Key für Pause. Jetzt haben wir so ziemlich alle, oder? Einer fehlt noch. Einer noch. Ich mag das nicht. Ich mag das überhaupt nicht gerade. Wow. Das war ja mal... Ja, der Pokey hatte Iframes, sonst wäre ich draufgegangen. ich kann noch zwei im Dungeon holen und... soll ich Laser Bridge? Ich würde es machen. Aber ich bin ja auch schlecht. Von daher... Nee, ich meine nicht. Eigentlich macht es schon Sinn. Ja. Anti-Fairies, please. Ich meine, ich gehe so... Warte. Ich hab den Big Key nicht. Doch. Doch, ich hab den Big Key. Yay. Voll gut. Du kannst sogar Mimic Cave checken. Natürlich. Das hätte ich so oder so gemacht. So, normalerweise sage ich, der Dark Room ist easy peasy hier drin. Aber jetzt werde ich es wahrscheinlich verkacken, weil ich es gerade gesagt habe. Ja, außerdem hast du wenig Health. Kann sein, dass die Flammen dich weglunsen. Das sollen sie probieren. Ich kann einen Pitstop nehmen zwischendrin. Ja. Ich weiß, wie der geht im Dark Room, also. You're not gonna get it. Also wie ein Metric gedrückt halten einfach. Port. Hyrule Castle. Wow. Yay. Das bringt's. Wow. Oh no. Dass ich jetzt Master Sword habe, kann sein, dass ich in Hyrule Castle Tower rein muss. Stimmt, da, bei Ärger gibt es ja auch noch Items. Da gibt es Truhen, die nicht useless sind. Genau. Und einen Schlüssel habe ich, habe nur noch keine Lampe. Was, wenn Lampe dort ist? Ich würde heulen. Ja, das wäre natürlich super. Warum dodge ich den Pokey? Weil er böse geguckt hat? Actually... Rote Rubine. Ich will Swag. Swag! In dein Gesicht! Natürlich. That's the Swag. Swaggy in den Tod. Das musste natürlich passieren. Aber du fängst zum Glück wieder hier an. Ja. Das ist ja nicht so weit. Das hast du absichtlich gemacht, nur um da in Health zu refillen. Genau, das war total gewollt. Ja. Nee, ich wollte eigentlich die Iframes kriegen, aber hab's komplett verdödelt. Weil ich ein bisschen zu weit rechts gestanden bin. Im Race habe ich das actually hingekriegt. Yay. Okay, mal gucken. Ja, der Dark Room nervt ein bisschen. Aber ist eigentlich leichter, als es aussieht. Ich hatte auch super Schiss davor, aber hab's direkt beim ersten Mal geschafft. Ich weiß einfach nicht, was da gerade passiert war. Okay, ein paar Backup-Sachen, hier ein bisschen Mana, Herzen. Ja, hey, wenigstens sieht man die Herzen im Dunkeln. Und das sieht doch wunderbar aus. Easy. Sehr gut. So, Laser Bridge. Ja, Laser Skip. Yay. Das wird jetzt lustig. Ich nehme mal das Safety Axe. Ja, auf jeden Fall. Falls er hier stirbt, wird er wieder hier spawnen. Yep. Ich werde etwa dreimal sterben. Ich call das jetzt schon. Ja. Einmal? Nee, ist er noch nicht gestorben. Achso, ja, okay. Und nochmal? Natürlich.
Yay. Sehr gut. Nice. Oh! Convenient. Okay. Und? Das war weird. Jetzt ein... Ah ja, Small Key muss hier. Weißt du was? Stimmt, ja. Sehr fuck gut. Fuck you. Fuck him. Und hey. Bomben. Und das war's. Ich hab Laserskip halbwegs vernünftig hingekriegt. Normalerweise ist das ein kompletter Struggle für mich. Okay. Port. Alles. Ich meine, ich hab Green Pen gekriegt. Warum sollte ich nicht Port jetzt? Wenn ich mit Port fertig bin. Oh, hä? Ich muss Turtle Room machen. Ah, ich hab Fire Rod. Genau. Easy. Sonst müsste ich sie mit Silvers abschießen, bis ich sie kriege. Das ist nicht fun. Die kann man mit Silvers abschießen, ohne sie vorher zu hämmern? Nee, aber du siehst dann die Pfeile. Ah, okay. Ah, ich glaube, wenn du irgendein Medaillon, ich glaube Quake oder so benutzt, siehst du auch die Position von denen. Wirklich? Kann das sein? Ich habe das mal bei irgendeinem Rennen gesehen, wie das einer benutzt hat. Wenn ich Quake hätte, würde ich Quake probieren. Aber ich habe kein Quake. Ah, knapp. Geht vielleicht auch mit einem anderen Medaillon, aber vielleicht rede ich auch nur Blödsinn. Yay, ein Herzteil. Tower of Herats, voll gelohnt. Ich habe immer noch einen Key zu viel danach, den ich sonst noch für eine Truhe verballern kann. Das ist eigentlich schon mal nicht so schlecht. Dann fehlt hier nur noch eine Truhe am Schluss. Okay. Jetzt mal schauen, was wir hier haben. Danach mal Ice Palace, weil... Ice Palace hat immer was. Immer. Außer wenn es nichts hat. Ja, das ist ja klar. Herzcontainer. Okay, wenigstens... Herzteil. Ach, wow. Wie ist meine Health-Situation? Sieht ziemlich gut aus inzwischen. Ja. Noch eine Armor und dann ist perfekt. Gut, ich meine, wir wissen ja, wo eine ist. Mhm. Kommst du aber noch nicht ran? Na, leider nicht. Oh, hey, mitten in Sauge. Naja, war nicht ganz mittig. Ich gebe da nur 7 von 10 Punkten. Die Pupille Service guckt auch ein bisschen leicht dezent zu einer Seite hin. Finde ich in Ordnung. Okay. Jetzt kommen noch mal ein paar Dark Rooms. Der hier geht noch klar. Der ist easy. Der... Nächste ist auch easy, aber der übernächste ist ein bisschen hart, aber da er den Fire Rod hat, wird es easy sein, wenn er die Fackeln trifft. Und das sollte aber auch kein Problem sein. Na, sollte echt kein Problem sein. Du gehst einfach... Okay. Natürlich. Warum habe ich überhaupt irgendwas gesagt? Aber jetzt bleibt das Licht im nächsten Raum. Yay. Bombstrat Helmosaur? Bombstrat? Ja. Du hast doch Silvers. Ich meine nicht zum Killen. Ach so. Für die Maske. Ah, für die Maske. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Was? Komm, benutzt den Hammer, bitte.
Wow. Sehr gut. Seit wann geht das denn? Mhm. Schon immer. Ich wusste es echt nicht. Du lernst echt viel dazu heute. Ja, auf jeden Fall. Nice. Big Key für... Eastern. Yes! Ja. Sehr nice. Kannst du direkt Eastern hinterher schmeißen. Ja, erstmal noch zwei Truhen checken. Naja, genau. Bombstrats Hamasaur. Wow. Ja, und das ist... Das war gerade gutes RNG. Das heißt, es war schneller, als wenn ich sonst ja, klar. Hammer machen würde. Du musst sonst 17 Mal mit dem Hammer draufhauen, bis die Armor weg ist. Genau. Nicht. Ich glaube, ich habe das als Kind mal rausgefunden, dass das funktioniert. Ich habe es tatsächlich auch noch nie gesehen bei irgendeinem Rennen. Nee, ich meine, wenn du so gut wie zum Beispiel Andy bist, easy, dann schaffst du einen 1,5-Cycle. Mhm. Aber ansonsten wird es halt ein bisschen schwer. Da finde ich Bombstrats manchmal... Noch eine Flasche. Nehme ich. Mit einer Fee drin. Mhm. Und 20 Rupees. Okay. Eastern, schnell. Das ist ja auch easy. Habe ich ja auch die Fire Rod für. Dann brauchst du nur noch Ice Palace. Und Swamp natürlich auch. Nee, Swamp ist ein Pendant. Ha. Wir brauchen gar nicht die Flippers. Wir können ja Fake flippern. Ja, aber Hookshot würde ich gerne haben. Ja, ja, Hookshot brauchen wir halt nur noch, ne? Für Ganon's Tower. Es sei denn, du kannst hovern. Nein, kann ich. Nein. Haben wir ja vor 10 Minuten darüber geredet oder so. Hovern kann eh keiner. Keiner. Genau, Andy cheated. Keine normalen Menschen jedenfalls. Ich meine, es gibt inzwischen sicher irgendwie 15, 20 Leute, die hovern können, aber... Ich weiß nicht. Die Zeit, da rein zu investieren, lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Oh, das ist hoch. Sehr gut. Das sehe ich mal überhaupt nicht gern gerade. Ja, öffnet einfach nur noch mehr Locations. Ja gut, das sind nur zwei, aber es sind zwei ziemlich beschissene. Aber theoretisch könntest du ja nach dem Ice Palace direkt in G-Tower rein und hoffen, dass da der Hookshot ist, oder? Theoretisch. Ich hab erst drei Kristalles hier. Nach Eastern und Eis. Ah ja, dann habe ich immer noch nur fünf Kristalle. Die sind halt bei mir rot und das sieht so hell aus. Nee, ich hab Mr. Maya und T-Rock ganz vergessen, sorry. Also. Gut, ich meine. Na gut, du warst bei beiden schon drin, immerhin. Also Remire kann ich machen. Das sollte nicht so das Ding sein. Brauche ich nur noch den einen T-Rock Small Key für T-Rock? Ja. Easy Fight, Bomben-Upgrade. Jetzt kannst du mittlerweile über 30 Bomben tragen. Wunderbar. Ja, ich glaube, ich kann irgendwie 45 oder so tragen. Jetzt brauchst du noch drei. Sorry für die Verwechslung eben. Ja, machen wir mal Eis und Maya. Und dann mal schauen, was so geht. Soll gut sein? Ja. First try, easy peasy every time. Lampe in Eis, sag ich. Kann gut sein. Mein Axis haben wir lang genug. Wobei, nein, Lampe ist in der Overworld. Aber Eis muss auch was haben. Also hat Eis entweder ein Small Key für T-Rock oder Hookshot. Hookshot, bitte. Ah, oh, what? Bisschen zu weit. Oh, hey, und wir werden das Fuck You Medaillon wiedersehen. Nice. Weil ich habe sowas von kein... Bock auf den Penguin. Razor Gin. Mach die doch mit Hookshot. Oh, hast du ja nicht. Sorry. Vielleicht ist er ja gleich da.
okay, das wäre pervers. Hookshot okay. Bei den Fröschen, sage ich. Also bei der Froschquest. No, bitte nicht. Purple Chest hat dann Schaufel. Und ausgraben wirst du den Schlüssel dann für Turtle Rock. Ja, genau. Mhm. Nee, nicht gleich den Shroom ausgraben und das. Nee, beim Shroom bin ich noch gar nicht gewesen. Okay. Easy every time. Sogar das habe ich bei unserem Rennen verkackt. Was? Ja. Oh shit. Okay. Holy. Ja, ich hab den East Death Mountain Bomb Jump irgendwie. Oh. Was zum. So sieht's gut aus. Ja. Ah. Ein Pixel daneben. Ja. Das war viel zu weit daneben. Das war krass. Okay. Leider kein Hookshot, sonst könnte man hier ein bisschen abkürzen, aber so ist auch ganz gut. Das ist einem G-Thread. Mhm. Oh, hey. Mehr Fuck You mit der Alien. Soll ich Ice-Tea Room skippen? Nein, das kannst du doch nicht machen. Ich kann rein theoretisch schon. Ja, mach halt, dann. Dann ist aber vielleicht die Gefahr, dass du nochmal wiederkommen musst. Na. Um dir den Hookshot aus dem Ice-Tea Raum zu holen. Na. Da ist ein Small Key to Skull Words drin. Mhm. Ja, danke schön. Das hätte ich früher gebraucht, Spiel. Und? Crap. Natürlich. Kann doch nicht mehr so viele über sein. Oh, Herzteile sind noch eine Menge, glaube ich. Muss bedenken, Ganon's Tower hat 22 Truhen. Ja, stimmt. Auch noch eins. Oh, ja. Ist alles hintereinander da drin. Ja. Yay! Ein Schild. Unser erstes Fischerpreis, My First Shield. Ich bin faul, ich gehe den Weg. Ein bisschen abkürzen. Dann musst du aber den Bombjump machen, oder? Ich muss den Bombjump zurück machen, dann ja. Aber der Bombjump zurück ist eigentlich einfacher, würde ich meinen. Vor allem, weil du den besser diagonal aufsetzen kannst. Mhm. Hey! Lampe! Hey! Ja, dort ist die Tür, was habe ich gesagt? Dort ist die Tür. So, wie wäre es jetzt noch mit Powder? Ja, genau. Nee, Powder war gar nicht drin. Es war die Schaufel. Du bekommst die Schaufel in der Overworld von den Fröschen. Sagen, der Hookshot ist da, wo du graben musst bei der Ocarina. Ja. Bitte nicht. Boomerang. Ich wäre fast wie immer dort das. Oh ja, ich glaube ich aber auch. Ich habe auch gerade nicht dran gedacht. Ich wäre jetzt auch reingesprungen. Aber ohne Hookshot musst du hier rein. Okay, ich meine. Herzcontainer. Immerhin habe ich 15 Herzen. Ich darf mich nicht einmal. Junge, bist du blind? Du hast nur 4. Ich zähle die Schwarzen natürlich. Schwarz wie meine Seele.
So, ich kann genau Bombos aktivieren, einen Spin Slash machen und danach Blue Goo. Mhm. Lass dich nicht vorher treffen. Das ist mir nämlich neulich passiert. Natürlich, jetzt, wo ich nah easy gesagt habe, wird es passieren. Ah, hab ich schon. Na, ein Tick zu spät. Es lag wahrscheinlich am Menü. Ui, hier ein bisschen aufpassen, weil Coldstare macht fucking viel Schaden. Yep. Gerade mit Hits, Green Mail. Hits like fucking truck. Ja. Aber dein Fire Rod auch. Yep. What? Ein Spin noch. Wunderbar. Okay. Der soll schon tot sein, aber ich glaube, es war nur ein normaler Hitman. T-Rock. Yay! Okay. Scheiße! Bruno, der Hookshot! Nein! Ja, du hast nur noch Hookshot. Und Hookshot ist in Gannon Sauer, habe ich gesagt. Einmal umgraben, dann haben wir den. Da bin ich mir sehr sicher. Ich würde den ungern dort sehen, weil dann bin ich jetzt so, bis ich dort drin bin und ihn finde. Ja. Ja, klar. Ich rufe den Swag Duck mit dem Hammer. Warum nicht? Warte. Lieber nochmal einkaufen? Ja. Ja. Ich meine, ich habe eine Fee. Das wird mich wahrscheinlich dort in den Raum bringen, aber... Ja. Sicher ist sicher. Vor allem, wenn du kein Half-Magic hast. Ist immer ganz gut, ein bisschen Mana parat zu haben. Ja, gut. Ich dachte mir jetzt gerade Maya und Half-Magic, warum, aber... Nee, generell halt, meine ich. Jetzt hat Zora, der Fucker, hat... Oh, Zora, hat stimmt, Hookshot. Zora gibt's auch noch. Oh ja. Catfish aber auch. Pyramide warst du noch nicht. Oh, du hast noch einiges zu checken, also... Ja, sei nicht so glücklich darüber. Jetzt darf ich auch mal, ja? Ihr freut euch immer, wenn ich leiden muss, jetzt will ich dich leiden sehen. Ich meine, ich freue mich so sehr drüber, dich leiden zu sehen, dass ich anderen Leuten sage, sie sollen doch bitte schauen, wie du Swordless machst. Ja, siehst du. So sind die Mods bei mir, weißt du? Machen alles kaputt. Ist alles nur, um dich zu motivieren, Sia. Ich meine, es hat jetzt über ein halbes Jahr Bearbeiten gebraucht, bis ich endlich Mod wurde. Ja, ich musste es mir gut überlegen. Aber dann, du erklärst ja immerhin auch noch vielen Leuten ein paar Sachen, das finde ich gut. Er war schon vorher trunken mit Kraft. Jetzt ist es nur noch schlimmer. Nee, ich mache ja keinen Schabernack im Normalfall. Okay, eigentlich ist das Setup voll easy, aber... Jetzt mit Lampe sowieso. Ach ja, stimmt, ich habe ja Lampe. Hm. Boring. Kannst du die nicht ausmachen? Wenn es die Trainingsraum wäre, könnte ich. So leider nicht. Nee, was jetzt natürlich witzig wäre, ist... Wenn irgendwie... Der Hookshot, muss ich gar nicht. Was mache ich? Stimmt, brauchst du nicht. Der Hookshot in der letzten Chest in T-Rock wäre und der Small Key irgendwie in Swarm Palace oder so. Scheißdreck. Würde mich nicht wundern. Soll ich Morphione noch schnell? YOLO. Tu so, als wärst du in Go-Mode. Das tue ich immer. Ja, eben. Mach halt nichts anders als sonst. Vor allem, wenn ich... Ab und zu klappt's halt. Ja. Easy Fight mit Silver Arrows. Zero Cycle. Ich war eigentlich zu schnell.
Ich habe oben dran das Dreieck gesehen und dachte so. Das endlich. Nein, dann. Sechs, ne? Ja. Yep. Ich meine, es könnte immer noch Pyramid Fairy sein. Mhm. Das wäre lustig. Nicht. Das ist aber interessant. Du hast relativ, ich sag mal in Anführungsstrichen, wenig Overworld-Locations gecheckt. Und straight mal in den Dungeons ein paar Sachen gefunden. So. Das war schon ganz praktisch eigentlich. Also Seed war ziemlich gut. Hätte ich nicht so gederbt mit Back of Escape, wäre das Ganze noch viel einfacher gewesen. Aber ich muss den Scheißweg zu T-Rock nehmen. Hey. First und Boots. Dieser Spin Speed geht, wenn du die Boots hast und entweder Hookshot benutzt auf der Leiter und Item Dash machst, oder wenn du dein Schwert gecharged hältst und ein Frame nach dem Loslassen direkt rennen drückst. Mhm. Dann hast du diesen Spin-Speed. Genau. Das Praktische dran ist halt, du bist wirklich permanent im Speed, wo... Richtig, du kannst hin und links und rechts gehen und bist trotzdem noch schnell. Im Gegensatz zu den Boots, wo du nur in eine Richtung kannst. Genau. Es ist eigentlich ähnlich wie die LADX Pegasus Boots. Ui. Fuck you. Dumm Sau. Schlimmsten Gegner überhaupt. Squirrels. Ja, es hat der Junge vorhin einen in der Ecke eingeklemmt und konnte nicht durch. Müsste erst mal warten, bis der... Ja. You got dead rocked. Das ist auch immer gut. Das wird jetzt aber auch witzig mit Level 2 Schwert. Muss Hammer Strats machen. Ja, ich versuche den Glitch zu kriegen. Warte, kennst du den Glitch überhaupt hier? Ja, hast du mir schon mal gezeigt. Wo du beide Köpfe gleichzeitig triffst, ne? Nee. Nicht? Oder welchen meinst du? Wo der Kopf weiterhin gefroren bleibt, wenn du ihn im richtigen Frame triffst. Achso. Mhm. Ja, sowas ähnliches habe ich doch gesagt. Sowas ähnliches. Fast hier. Also das Gegenteil, aber sowas ähnliches. Ich überlege gerade Safety Axe. Das Server mal verlassen. Na, ich hab. Wobei, Trinex hättet halt auch wie ein Truck. Du hast noch eine Fairy, von daher. Ja, stimmt, ich habe eine Fairy und nicht einen Lugu. Easy. Richtig. Ist viel zu hell hier drin. Ja. Mach mal einer das Licht aus, bitte. Komm schon, Mauszeiger. Das war jetzt gerade nicht gut. Wow. Ich habe links gehalten auf dem Pad. Ja, hat man gesehen. Das war doof. Nein, man muss den Schalter nicht nochmal drücken. Ja, trotzdem ein bisschen hell verloren. Das jetzt nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Naja, egal. Okay, Trinex, wie wär's? Oh. Okay. Hier wird's romantisch. Schummrig. Wir sind im Stromsparmodus. Oh, es liegt vielleicht daran, dass ich gesagt habe, hier ist es so hell. Ich meinte natürlich das Spiel. Ja, so ist es. Das war doch nett. Aber da merkt man mal, die Regie passt wieder wunderbar auf Zack, wie immer. Die hat ihren eigenen Tracker. Wie oft wir sagen, es ist zu hell. Tja. Sure. Okay. Das mal sehen. Das wird nicht so easy aussehen wie vorher im Race. So, Hammer Strats. 3, 6. Nein! Oh, ich glaube, ich hab's um einen Frame gefailed. Was? Wow. Ist einmal zu wenig draufgehauen. Okay.
Nee, ich habe zu spät getroffen mit dem Hammer, was ich jetzt gerade interessant finde. Oh shit. Okay. Mana leider alle. Eieiei. Okay. Und. Ja, ich habe noch eine Fairy, das soll dann nicht ein Problem sein. Ja. Oh shit. Zu früh. Oh, ist mir auch vorhin passiert. What? Hammer Hitbox, please. Yes. Okay, Hookshot, come on. War das vorher schon das Schaufel, Tumor Schaufel, Dive? Schaufel, oh. Schaufel. Vroom, 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 vroom. Wow. Bomben. Wow. Ja, jetzt ist die Frage. Ganon Tower? Ja, ne? Ja, natürlich gehe ich jetzt G-Tower. Sehr gut. Es könnte ja einer da sein. Du hast nur zwei Schlüssel für G-Tower. Das ist kein Problem. Okay. Jetzt wirklich nur der Hookshot für Go-Mode fehlen. Mhm. Yep. Und auch nur für die Stelle nach Moldorn 2. Ja, es ist wirklich nur das ja. kleine bisschen dort. Müsste er jetzt natürlich noch den Swarm Palace machen, dann wäre es natürlich eine andere Geschichte. Dann hätte er den Hookshot auch gebraucht. Das Gute ist, die Hälfte von Swarm Palace ist weg. Pedestal kann es nicht sein. Mhm. Muss Overworld oder hier? Na. Ich dachte mir gerade, ja komm, check doch das Tablet schnell, aber. Ja, stimmt, kannst du ja jetzt. Mhm. Durch das Buch. Oh oh, es wird dich noch beißen. Zwei. Aber jetzt können wir das Spielchen spielen, nicht wo ist der Big Key, sondern wo ist der Hookshot? Ja. Wie viel in Truhe? Ob der überhaupt hier drin ist auch. Ja, ich habe nämlich gesagt 0. Denn hier ist er nicht drin. Okay, bei 3 ist er auch nicht. Du musst noch eine Fetch-Quest machen. Er ist doch eindeutig bei der 11. Bei der 11? Mhm. Ich sag mal wieder 7. Da oben die 7. Ja gut, es kann trotzdem eine 7 werden. Ich glaube, das ist nicht in Logik. Ich glaube, das ist wirklich nicht in Logik. Nee. Sah relativ logisch aus. Aber ich meine, man sollte meinen, wenn Hookshot Cave in Logik ist, ja, eben. Dass das auch in Logik ist, aber ich meine, es sei nicht in Logik. Aber hey, vielleicht kriege ich ja noch. Wow. Ich bin ein Genius. Hier muss ich Bomb-Jumpen, though. Das hier geht nicht anders. Ja. Das hier ist aber nicht in der Logik. Ja, nee. Sag ich ja. Ja. Ich glaube, den Bomb-Jump habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, das soll gut sein. Ja. Ach, was? Oh, ey. Scheiß drauf. Ich gehe Halbzeit. Ja. Aussehen am Hookshot weg. Hm? Der wäre doch eindeutig da drin gewesen. Nee, der kann da gar nicht der drin kann sein. Da nicht. Nee, geht nicht. Das ist außerhalb der Logik. Ach so. Das ist definitiv ein Bombjump, der nicht in der Logik drin ist. Du meinst die echte Logik. Richtig, ja. Die Logik, die hinter den Randomizer steht. Tile Room? Ja, let's go. Natürlich. No. Pills time. Wurde schumisiert. Oh no. Ich hasse, wenn das passiert, wenn du direkt vor einem Teil stehst, weil. Ja. Er hat jetzt Cape. Das ist ganz angenehm. Es gibt so eine Strategie, wo du die Wand festhältst. Das habe ich im Race gemacht. Bitte? Das habe ich im Race gemacht vor. Ah, okay. Gut, dann brauche ich es ja nicht mehr zu erklären. Aber ja. Oder vielleicht doch.
Ja. Wenn du die Wand festhältst und dabei Cape benutzt, dann verbraucht es kein Mana. Aha, okay. Ach. Hey, ein Pfeil-Upgrade. Yay. Na, actually. Ich muss brennen. Okay. Flasche. Nehme ich. Schlüssel. Misery Meyer. Nicht cool. Schlüssel sind relativ egal. Yes. Und. Oh! Hookshot! War das die Elf? Holy shit! Fucking hell! Holy shit! Go, Bows! Ich finde, das war die Elf. Ich habe nicht mitgezählt. Come on! Ja, das war. Wir werden es nachher sehen. Oh nein, wir werden es nicht sehen. Oder. Ist egal, ich hatte Hauptsache, ich hatte recht. Ja. Elf war es, glaube ich. Obwohl, elf war es nicht, oder? Nee, elf war es definitiv nicht. Zwei, drei. Ich glaube, es war. Warte mal, eins, acht, zwei. Acht. Drei. Vier. Acht klingt ja irgendwie richtig. Ja, ungefähr. Alrighty. Ja, Gregor, hättest du den Dick. Key oder den Hookshot in Anführungsstrichen richtig erraten, dann hättest du nächstes Mal Swordless Seed machen müssen. Das muss ich nämlich machen, wenn ich es richtig errate. Wieso sagt mir das denn keiner? Ja, aber du bist auch selbst schuld, sie, ja? Ja, nun, ihr habt alle, schreibt immer, Mensch, ja, wann machst du endlich Swordless? Wann machst du Swordless? Da habe ich es einmal angeboten, okay, wenn ich diesmal den Wiki richtig errate, mache ich Swordless. Und was ist? Ich errate ihn sofort beim ersten Mal richtig. Ich durfte schön 3 Stunden Swordless Seed machen. Also, Sia, ich habe noch nie gefragt, wann Swordless ist. Nee, du nicht, aber nur, die anderen. Key Sanity ist. Ja, ich weiß. Und Key Sanity habe ich dir schon oft genug geantwortet. Never. Ach ja, übrigens. Mach die Augen auf. Ach, von Sie. Oh, okay, okay. Ah, ah. Stimmt. Ey, der Kompass ist zu was nützt, Guys. Ja. Der wurde bestimmt nur deswegen eingebaut, ne? Damit keiner mitzählen muss. Am Ende. What? Orisa, please. Okay. Nein! Oh mein Gott. Wie hat das überhaupt getroffen? Holy hell. Nein! Geh doch! Die Spikes. Spikes! Du Saftnase. Oh, du hattest sogar gutes RNG bekommen. Du hast dich aber bewegt beim Schießen. Hm. Na, es war so mittleres RNG. Gutes wäre gewesen, wenn ich einfach schießen. Links gehen kann. Achso, ja, gut. Was? Oh oh. Daneben. Der Molder ist aka Neo. Ja. Wer einfach weiter. Wie er unterwegs war, easy, aber. Natürlich nicht. Okay, könnte ich jetzt noch irgendwas Cooles kriegen, bitte? Ein Tempered wäre nicht schlecht. Ja. Oder Powder. Würde ich wenigstens. Full Health in Gen rein kann. Oder ein Blue Mail, damit ich. Du hast ja genug Feen, also. Nun stellst du dich aber an. Ja, genau. Sehr schön. Mies habe ich es diesmal hingekriegt. Letztes Mal habe ich es voll verkackt. Deswegen hasse ich es, kein Temper zu haben hier. Mhm. Weil Master und Fighter Swords sind zu kurz. Ach ja, mach den Raum mal ohne Boots und ohne Fire Rod. Ist ziemlich fun. Ich weiß. Oder dieser Raum hier ohne Fire Rod ist auch ziemlich fun. Der ist easy.
Ja, wenn du es weißt. Ja. Ja, ich meine, wenn du Angst hast, dass du nicht dorthin kommst. Oh. Oh. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich habe den da zuerst gemacht. Ja. Nee, ich war hier auch schon mal ohne Fire Rod und habe den dann zuerst gemacht. Das geht. Ich hab das mal gemacht, weil ich 3 Fire Rod Shots hatte. Okay. Und dann so, oh scheiße, ich habe keine Magic mehr. Mhm. Schildi. Ja, das ist genau, was ich wollte. Passt so gut wie Tempered Sword. Vielleicht kannst du damit zuhauen bei Ganon. Ja. Das wäre cool. Gregor, noch einmal die Frage. Wie oft wird er hier bei Muldorm runterfallen? 2. 3-mal, 4-mal. Oh Gott. Ha! Einmal schon mal! Einmal? Ich habe 2 gesagt. Okay. Ist es Muldorm, kriegt die Energie wieder zurück, wenn man reingeht? Ja. Ja, ne? Natürlich. Sonst wäre es ja zu einfach. Und wenn er dich runterschmeißt, ändert er seinen Namen in Trolldorm. Eigentlich heiße ich Renfield. Okay, einmal war's. Einmal ist besser als keinmal. Ja. Warum muss ich auch so lustig aussehen? Diese Situation hier hat er den Hookshot gebraucht. Ja. Wie blöd, ey. Wie massig blöd. Nur deswegen. All der Herzschmerz, ne? Für dieses einmal Hucken. Er macht's spannend. Sehr gut. Okay. Das ist ja das Gute dran. Du kannst treffen oder du kannst nicht treffen. Das kommt eigentlich nicht drauf an. Hager nimmt 2. Wie viele Blue Balls? 4, sage ich. 3. Schöner Double. Oh, das ist ein gutes Line-Up. Oh, aber ein Blue Ball macht dir den Plan kaputt. Die Fee kommt schon. Ja. Aber noch ein Double-Hit, jetzt noch 2. Ich glaube, das ist ein Double. Ich hoffe, es ist ein Double. Boah, sehr gut. Sehr gut. Recht. Zeit für Schweinchen. Ah, kann es doch knapp, knapp über 2 am Ende, ne? Wir sind bei 1. Ich muss jetzt Blue kaufen gehen, das ist zu. Ja, besser. Das ist ein bisschen. Ja. Vor allem mit Green Mail nur. Ja, mit Blue Mail hätte ich gesagt, ja, okay, let's try it. Ja. Aber Green... Ganon macht 5 Herzen Schaden, wenn du ihn berührst, oder? Mit Green Mail? Oder sogar 6? Ich glaube, es sind 6. Auf jeden Fall nicht schön. Nee. Nein. Das ist auch nicht schön. Haha. Bong. Das ist mir noch nie passiert. Nicht? Nein. Ehrlich jetzt hier? Ja. Oh, hey. Wo gehst du denn rein? Der Herr. Einfach sowas ging. Weil ich es kann. Weil er jetzt die Sub 2 sowieso nicht mehr kriegt, dann macht er sowas halt. Genau. So, noch ein letztes Mal einkaufen. Ich würde fast mit dir wetten, dass Morphula ein Schwert hat? Ein verdammtes Schwert-Upgrade hat, ja. Ich will so kotzen. Na, oder Vanilla-Tempered bei den Schmieden. Das wäre auch möglich. Würde ich aber nicht so kotzen. Oh, scheiße. Ja. Achso, du hast da oben noch das Portal, okay. Ja, wäre ein bisschen schneller gewesen, wenn ich nicht rein müsste. Ja. Was haben wir denn hier nicht gesehen? Wir Zora gar nicht hin. Zora war er, aber nur das Item nicht bei Zora. Das Item, ja. Er hat ganz viele Overworld nicht gemacht. Geschaufelt haben wir nicht. Die Frösche, den Frosch nicht geholt, die Purple Chest nicht, Hammerpacks nicht. Kein Catfish, keine Pyramide. Stimmt, Pyramide hätte ich ja nicht schnell checken können. Ja, stimmt. Du, mit Master Schwert kannst du ihn nur mit Spins treffen. Mhm. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Und gefährlich vor allem, weil er sehr, sehr viel Schaden macht, wenn du ihn berührst. Ja, gute Position.
zweite Phase. Ah, oh, scheiße. Ich wollte da durch flutschen. Ich wollte wieder durch. Oh, schon Energie. Ja, hat Fairies. Ist gut noch. Und nur noch eine Fairy. Oh mein Gott. Nice. Danke! Danke! Das ist die beste Position. Danke. Hier kriegt er links oben ist auch geil. Ja, genau. Ich bin zu langsam. Ja. Ja. Ich hätte die Fairy gerne gespart, aber war jetzt wichtiger, den Damage reinzukriegen. Nein, du sagst Nase! Okay. Kein Stomp. Der Stompen tut er immer, aber... Also kein Feuer. Kein Feuerstomp. Nein! Ah, so wie hier. Wow. Double Fire Bats. Oh mein Gott. Okay. Wir machen spannend. What? Ganon, please. Bleib stehen. Oh, nochmal Feuer. Ja, fuck you, Ganon. Yes, I did. Ja, sehr gut. Nice. Ouch. Oh, oh, hey, oh, sehr gut. Jawohl. Okay, dann machen wir uns bereit. Schon mal sehr gut. Liebe Regie, bereithalten. Wenn er einmal durch die Tür geht, dann ist time. Und stopp. Und time. 2, 3, 41. Wunderbar. Ich war schneller als du. Ja, wunderbar, sehr schön. Ja, schneller als ich in einen Non-Key-Sanity. Holy. The Quest for the Hookshot. Puh. Wie das heißt. Ja, das war cool. Das war auch ein sehr cooles. Ja, das. Ihr habt ihr echt nicht zu Ende nicht versprochen. Leider nicht trollig genug für meinen Geschmack, aber okay. Was? Aber ihr habt nicht zu wenig versprochen dann, denn also das ist ja nochmal eine Stufe extra drauf. Wenn man sich noch mehr herausfordern will, nachdem ordinäres Randomizer zu wenig ist. Aber ja, du hattest schon trolligere Seeds, ne? Die dich dann kreuz und quer durch die Welt geschickt haben. Also ich hatte schon mal eine Seed, wo ich ziemlich sicher bin, dass ich nicht 132 gehen kann, egal wie ich sie spiele. Ja. Nee, es ist doch sehr, sehr, sehr schön. Also ihr werdet natürlich eh alle noch weiterspielen, weiter trainieren. Ja, sicher. Die Szene ist ja am florieren, es werden wahrscheinlich noch 30, 40 weitere Versionen kommen. Irgendwann werde ich mich auch trauen und dann machen wir den 7, 8 Stunden. Hier auf dem Sender oder so. Der 7, 8 Stunden ran. Ich hänge mich ins Hängi irgendwann mal. Mach das. Und dann gehe ich da ran und sehe, ich verstehe nicht, wo vorne und hinten ist. Aber das ist ja der Spaß dann daran. Ja. Erstmal vielen Dank, Junge, dass du wieder vorbeigekommen bist. Bist natürlich herzlich eingeladen, wenn wir wieder gerne was machen. Es muss nicht unbedingt ein Randomizer oder was anderes sein, aber je nachdem, wenn du was Schönes hast, sind wir gerne bereit dafür. Man kann dich weiterhin finden unter twitch.tv/yumetsubasa.ch oder unter Twitter mit @yumetsubasa. Da sind wir es auch nochmal unten einmal eingeblendet. Streamst du jeden Tag 12 Stunden mindestens? Schön wär's. Schön wär's, wenn man's denn könnte. Schön wär's, wenn man könnte, ja. Ja, bist du denn irgendwann demnächst noch irgendwo unterwegs, dann auf Turnieren und andere Sachen? Könnte man, wo können die Yume-Fans hingehen, um mal dich in Natura zu erleben? Ich glaube, die großen Sachen für dieses Jahr sind durch. Das Größte war gerade eben. Ja, eben. Ja, eben. Das ist ja gerade durch. Ja. Im Februar planen wir mit Helvetic Speedrunners unseren zweiten Marathon zu machen. Mhm. Ich denke mal, das wird das der nächste größere Event sein, wo ich dann dabei sein werde.
Alles klar. Vielleicht klappt es ja eventuell dann vorher, dass wir dann noch mal was machen, wenn es dann vielleicht, ist. Vielleicht, ja. Sia, dich findet man natürlich weiterhin unter @simiclove oder twitch.tv/simiclove101. Richtig. Deswegen muss man einmal wieder ins Gedächtnis führen. Und wenn ihr da draußen ja, gerne Kommentare habt oder euch auch bewerben wollt, entweder an die gerade genannten Adressen von Sia, dann schreiben oder unter speedrandale@rocketbeans.tv. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es .de.tv ist, aber es ist .tv. Da ist es unten da, wo die Bestellten seine Wasserflaschen hier hinlegt. So, hinterm Bein. Kann man verstecken. Ja, ist aber gutes Wasser. Ist fair trade. So. Und wir bedanken uns nochmal fürs Zuschauen. Wir wünschen euch Spaß, vieles mit den anschließenden Programmen und sagen tschüss. Bis dann. Bye-bye. Yeah.